So, ich möchte Sie hier in Stuttgart ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist, wie Sie gerade schon gehört haben, Rolf Morien. Viele Gesichter kenne ich hier, aber es sind auch viele neue da. Wir haben ja, wie Herr Freier gerade schon sagte, ein etwas neues Konzept. Wir hatten früher immer eine relativ bunte Mischung Analysten, die wir zusammengepackt haben, um einen großen Themenmix zu haben. Jetzt die neue Strategie ist, das thematisch mehr zu bündeln. Was passt zusammen? Und was passt zusammen? Volker Gefahrt und meine Wenigkeit, wir arbeiten beide seit 18 Jahren für einen Verlag im Bereich Value, aber immer getrennt. Jedes Jahr zusammen auch nach Omaha gefahren, zu Warren Buffett, immer getrennt. Und dann haben wir gedacht, irgendwann, wenn zwei seit 18 Jahren das gleiche Thema beackern, sollten die nicht auch mal enger zusammenarbeiten und Synergien nutzen? So ist diese Zusammenarbeit entstanden. Darum haben wir auch heute die Veranstaltung hier. Und ich freue mich auch, hier neue Gesichter zu sehen. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Doppelpack Value auch sehr viel Informationen bringt. Und ich möchte darauf in meinem Vortrag auch eingehen, weil wir hören immer wieder die Frage, ich sage, komisch, wir sind alle Value-Anleger. Warum haben wir nicht alle das gleiche Depot? Warum hat Warren Buffett ein anderes Depot? Er hat ja auch börsennotierte Beteiligungen bei Berkshire Hathaway, American Express, Coca-Cola etc., als Herr Gefahrt in der Aktienanalyse oder als Rolf Morien in seinen Börsendiensten. Wie kann das sein? Es ist doch eine Strategie, da müsste doch ein Ergebnis rauskommen. Das ist nicht der Fall. Und warum das nicht der Fall ist, warum einfach es da Unterschiede gibt, warum es auch immer etwas Unterschiede in den Depots geben muss, das versuche ich jetzt mal in den nächsten Minuten kurz und knapp zu erläutern. Ich versuche es tatsächlich kurz und knapp zu halten und so wenig wie möglich zu überziehen. Ganz schaffe ich es, in 15 Minuten schaffe ich es nie. Also dafür spreche ich einfach zu gerne über das Thema Börse, das bitte ich zu entschuldigen. Aber wenn man das unglaubliche Glück hatte, sein Hobby zum Beruf machen zu können und das auch diese Leidenschaft da hat, dann muss man auch mal ein, zwei zusätzliche Sätze sagen dürfen. Einfach, was ist Value Investing? Erstmal Value Investing und die Value Strategie ist eine Anlagestrategie, wie ich an der Börse anlegen kann. Es gibt ja ganz unterschiedliche, zum Beispiel, wenn Sie sagen, was sind andere Strategien? Die Charttechnik, die technische Analyse. Und das ist zum Beispiel eine völlig andere Strategie. Sie haben da sogar sehr oft völlig konträre Empfehlungen. Daher ist es uns schwierig, einen Charttechnikdienst zu haben und gleichzeitig einen Value-Dienst, weil Sie dann sehr, sehr unterschiedliche Empfehlungen kriegen. Zum Beispiel Charttechniker kaufen sehr gerne, wenn ein langer Aufwärtstrend da ist, wenn einfach die Trends stark sind. Mit dem Motto, was bisher gut gelaufen ist, läuft weiter gut. Und gleichzeitig, wenn der Trend bricht, wenn eine Aktie verliert, dann wird die automatisch verkauft bei Charttechnikern. Bei uns Value-Anlegern ist es genau umgekehrt. Wenn eine Aktie zu stark steigt, sagen wir, jetzt ist sie überbewertet, dann gehen wir raus. Und umgekehrt, wenn eine Aktie 30% gefallen ist, ist das wie Weihnachten und Ostern zugleich, weil man dann, wenn es ein Top-Unternehmen ist, sehr gute Qualität, plötzlich mit 30% Rabatt bekommt. Ich vergleiche ein gutes Unternehmen immer mit der Immobilie, mit der eigenen selbstgenutzten Immobilie. Wenn ich plötzlich die selbstgenutzte Immobilie, weil da gerade eine Brexit-Abstimmung war oder weil Herr Trump getwittert hat, 30% billiger bekomme als 4 Wochen vorher, dann ist das ein Geschenk. Ein Charttechniker würde genau dann verkaufen, mit dem Motto, Achtung, Gefahr im Verzuge. Wir Value-Analysen würden sagen, super, ich bekomme gute Qualität, plötzlich mit 30% Rabatt, das nehme ich. Umgekehrt, wenn es dann hochgelaufen ist, verkaufen wir. Ab einem gewissen KGV ist es einfach nicht mehr zu rechtfertigen. Sowas wie Tesla kann da ja nicht in einem Value-Depot vorkommen, weil es einfach aus fundamentalen Gründen viel zu hoch bewertet ist. So, und wie funktioniert die fundamentale Analyse? Die Grundannahme ist, dass die Börse nicht rational funktioniert. Wenn die Börse rational funktionieren würde, hätten wir ja zu jedem Zeitpunkt faire, angemessene Kurse. Dann bräuchten wir alle nur noch einen Indexfonds kaufen auf den DAX und könnten nach Hause gehen. Dann würde sich die Beschäftigung mit Einzelaktien schlicht und einfach nicht lohnen, weil dann alle Inflationen, die es am Markt gibt, immer zu jeder Zeit eingepreist sind. Das ist aus meiner Sicht eine falsche Annahme und ich glaube, jeder, der länger als 3 Jahre an der Börse aktiv wird, wird sagen, da stimmt, die Börse ist nicht immer rational. Es gibt Übertreibungen nach oben. Denken Sie an die Phase 99, 2000. Da mussten Sie irgendeine Pommesbude an die Börse bringen, da .com in den Namen reinbauen und das Ding war 1 Milliarde wert. 2003 dagegen, als der DAX so bei 2,2 stand, da haben Sie selbst so Weltklasseunternehmen wie Fuchs Petrolub, Hermle, haben Sie für 5, 6, 7 Euro bekommen. KGV ist unter 10, unter Substanzwert. Damals wurde sogar eine Liste veröffentlicht, 2003, mit Werten, die
profitabel sind, also Gewinne erwirtschaften, aber gleichzeitig unter dem Nettokassenbestand notieren. Also 2003 konnten die rund ein Dutzend deutsche Aktien kaufen, die an der Börse weniger wert waren, als sie gerade jetzt an dem Tag in der Kasse hatten. Und gleichzeitig hatten die aber auch profitabel, waren die profitabel, haben also noch Gewinne erwirtschaftet. Das ist nicht rational. Das waren natürlich Geschenke. Da konnte man natürlich 2003 bis 2004 in sehr kurzer Zeit auch 30, 40, 50% Gewinn machen. Das zeigt, die Börse ist nicht rational. Aber die Börsenkurse kehren immer wieder zum fairen Kurs zurück, kurzzeitig. Weil da hat er auch Costolani dieses schöne Bild genutzt vom Spaziergänger mit seinem Hund. Er hat gesagt, Börse ist wie ein Spaziergänger mit seinem Hund. Der Hund läuft mal nach vorne in der Bullenphase. Er bleibt mal zurück und schnüffelt ein bisschen in der Base-Phase, aber er kehrt immer wieder zwischendurch kurzzeitig zum Härchen zurück. Und darauf setzen wir, der Kurs kommt immer wieder kurzzeitig zum fairen Kurs zurück und geht dann wieder nach oben und unten. Das heißt, man kann auch tatsächlich dann diese irrationalen Phasen für Börsengewinne nutzen. Und das ist der Unterschied, den Warren Buffett auch mal so stark betont. Es gibt einfach den Unterschied zwischen Kurs, das ist der aktuelle Aktienkurs, und dem Wert eines Unternehmens. Was kostet die Aktie jetzt in diesem Moment und was ist das Unternehmen oder der Unternehmensanteil jetzt in diesem Moment wert? Substanzwert, zukünftiger Cashflow, Zahlungsmittel, die da sind, etc. Und da gibt es eine große Differenz zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Wert. Also wer das verstanden hat, dass Kurs und Wert nicht identisch sind, hat eigentlich schon die Grundlagen des Value Investings verstanden. Und wie wird der Wert einer Aktie ermittelt? Und da sind wir halt dabei, die Fundamentalanalyse zu nehmen. Also wir untersuchen Unternehmenskennzahlen. Sei es der Cashflow, sehr, sehr wichtig bei der Value-Analyse. Natürlich der Nettogewinn, Kursumsatzverhältnis, Kursbuchwertverhältnis. Gerade bei Graham war das, Vater der Value-Analyse, war das Buchwertverhältnis sehr, sehr wichtig. Die Dividendenrendite, das sind alles Punkte, die in unser System einfließen. Wir haben alle Excel-Dateien, jeder aber etwas anders, jeder hat etwas andere Schwerpunkte dann. Und da werden dann 5, 10, 12 Kennzahlen in diese Liste eingetragen und man bekommt dann ein Kursziel. Und das veröffentlichen wir dann auch jeweils. Und was ist das genau dann und wer war der Begründer? Die werden sagen, ja, man hat doch immer Unternehmensanteile danach bewertet, was sie wert sind. Das ist relativ neu. Das gab es über Jahrhunderte nicht. Das ist das Kuriose. Also es war lange, lange Zeit, waren es eher so Insider-Geschichten. Ich habe gehört, bei dem läuft es ganz gut und ich habe gehört, bei dem läuft es nicht so gut. Das war eher so Gerüchteküche. Wenn Sie mal die Bücher von André Costolani lesen, er erzählt ja auch noch aus der Vergangenheit, da wurden dann auch tatsächlich dann Brieftauben verschickt mit Information, ja, da ist ein Schiff untergegangen oder das Schiff ist im Hafen gelandet, da ist jetzt die und die Ware angekommen, da wird der Preis dann sinken, weil die jetzt ein großes Angebot haben. Das war eigentlich eher so Geschäft für Insider, die irgendwelche Spekulationen hatten, also wie geht die Ernte aus, positiv oder negativ, oder Insider-Informationen hatten, ist das Handelsschiff mit der Ware angekommen oder gesunken, das hat natürlich auch großen Einfluss auf den Wert gehabt. Das heißt, das war über Jahrhunderte die Art und Weise, wie Aktienkurse ermittelt wurden oder wie Aktien gepreist wurden von den Anlegern. Und dann kam ein Mann, Benjamin Graham, relativ jung dabei, der als Aktien, als Market Maker eigentlich so eingestellt wurde und der hat immer gesagt, das ist nicht mein Ding. Also ich habe doch Kennzahlen, ich kann doch die Bilanzen lesen, da habe ich doch eine viel größere Sicherheit. Weil wenn ich darauf wette, wie die Ernte ist nächstes Jahr, das ist auch reiner Zufall. Es kommt ein Sturm, ein Hagelsturm, und die ganze Prognose ist falsch, aber wenn ich Werte habe in der Bilanz, Buchwerte, die haben Grundstücke, die haben Immobilien, die haben Beteiligungen, die kann ich doch messen und ich habe Gewinne, die wir 10 Jahren erwirtschaftet haben, die kann ich doch fortschreiben. Ich kann das doch mit System machen. Und das ist tatsächlich eine relativ junge Erfindung, dass Aktien systematisch untersucht werden. Benjamin Graham gelebt 1894 bis 1976. Hat dann auch als Analyst gearbeitet, hat diesen Begriff auch erst gegründet. Das gab es vorher gar nicht. Er hat auch dann eine Analystenvereinigung gegründet. Also die erste Analystenvereinigung stammt von Benjamin Graham, der sich dafür eingesetzt hat, dass auch mal die Analyse zu einem Beruf wird. Das war vorher auch kein fester Beruf, das hat man so nebenbei gemacht. Er hat also diesen Berufsstand Aktienanalyst begründet,
hat dann auch einen Lehrstuhl an der Uni übernommen, hat dann Analysten ausgebildet, hat selber als Analyst gearbeitet und dann, weil er einfach sagte, das muss in die Welt rausposaunt werden, einfach wir Aktienfans und wir Value-Investoren haben einfach auch so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Da nehme ich mich nicht aus. Also ist einfach so, wenn einer an eine gewisse Sache glaubt, dann redet er auch ganz gerne drüber. Und Benjamin Graham hat also mehrere Bücher drüber geschrieben. Und das sind eigentlich, das gilt in Fachkreisen, weil das sind die Bibeln der Value-Analyse. Und es gibt auch jeweils deutsche Übersetzungen, moderne deutsche Übersetzungen. Also ich würde nicht unbedingt das Original lesen, weil das von der Sprache her, es ist halt knapp 100 Jahre alt, es ist nicht mehr unsere Sprache. Und es gibt da jetzt auch deutsche Übersetzungen in der heutigen Sprache. Wie gesagt, oft ist es ja gut, das Original zu lesen. In dem Fall quälen Sie sich nicht. Nehmen Sie einfach die moderne deutsche Variante. Das ist einmal die Geheimnisse der Wertpapieranalyse und einmal intelligent investieren. Beide Büchernamen sagen ja schon, was sich dahinter versteckt. Also das ist im Prinzip der Kern unserer Arbeit. Also wer das nicht gelesen hat, kann im Prinzip kein Value-Analyst sein. Und das ist die Basis der kompletten Value-Analyse. Sie sehen, die Bücher sind rausgekommen, 34 und 49, also alles relativ junge Wissenschaftler. Also es ist noch nicht 100, 200, 300 Jahre alt, sondern alles noch relativ frisch. Vorher wurde eher an den Börsen spekuliert. Und die Erfolgskontrolle. Jedes System muss natürlich hinterfragt werden und jede Strategie muss hinterfragt werden. Ist diese Strategie tatsächlich erfolgreich? Ja oder nein? Und es gibt ja viele Strategien, aber es gibt wenige Strategien, die nachweisen können, dass sie über viele Jahrzehnte erfolgreich sind. Die Value-Investing-Strategie gehört dazu, weil die seit vielen Jahren auch praktiziert wird. Und es gibt da Indikatoren, es gibt Value-Indizes, aber es gibt auch einen Mann, der für Value steht, der bekannteste Value-Investor aller Zeiten, das ist Warren Buffett, geboren 1930 und war Schüler von Graham. Er hat sein Buch gelesen, war so fasziniert, dass er sagte, ich muss an seine Uni gehen. Er hat dann studiert da, er ist nachher Angestellter bei Graham gewesen und war einfach dann der Meisterschüler, hat sich dann als Analyst selbstständig gemacht und als Investor und hat dann auch die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway umgeformt. Berkshire Hathaway war ursprünglich mal ein Textilunternehmen, damit ist er gescheitert. Aber er hat das dann nicht versteckt, das ist nicht einfach so gesagt, oh, weg damit, sondern hat das dann als Hülle genommen für seine Beteiligungsgesellschaft und sammelt da seit über 50 Jahren Beteiligungen in dieser Hülle und das sehr, sehr erfolgreich. Berkshire Hathaway, da gibt es jetzt Zahlen von 65 bis 2017, also 53 Jahre, das ist aussagekräftig. Und was spannend ist, in 41 der 53 Jahren hat Buffett den Markt S&P 500 geschlagen. Und er hat da auch nicht diesen berühmten Taschenspielertrick benutzt, den viele benutzen, S&P ist ein Kursindex. Er hat also nicht nur den Kursindex genommen, da fehlen ja Dividenden, sondern er rechnet immer S&P 500 plus Dividenden. Also Berkshire hat nicht nur den Kursindex geschlagen, sondern auch S&P 500 plus Dividenden. Und das in 41 von 53 Jahren. Bei einer solchen Trefferquote kann man einfach nicht mehr von Zufall sprechen. Das zeigt, Value Investing schlägt auf Dauer den Markt. Und wir haben nicht nur die Anzahl der Trefferjahre ist sehr erfreulich, sondern auch das Ergebnis ist beeindruckend. Der Buchwert der Aktie, das ist ja der Substanzwert der Aktie, ist in diesen über 50 Jahren im Schnitt um 19,1% gestiegen. Im gleichen Zeitraum hat der S&P 500 inklusive Dividende nur um 9,9% zugelegt. Das heißt, Buffett hat über einen Zeitraum von gut 50 Jahren den Wert des S&P 500 locker verdoppelt. Und das ist eine Leistung, die in dieser Form einmalig ist. Also ich kenne keinen Charttechniker, der das auch nur über 10 oder 20 Jahre geschafft hat. Und hier haben wir einen Beleg über einen Zeitraum von über 50 Jahren. Dann ist die Frage, soll man nicht einfach Buffett nachmachen und hat er den Stein der Weisen gefunden? Einfach nachmachen oder einfach nur Buffett kopieren ist schwierig, weil Buffett hat das Problem, was alle sehr, sehr erfolgreichen Investoren hat. Irgendwann ist das anzulegende Kapital so groß, dass er nicht mehr die kleinen, schönen Value-Geschäfte kaufen kann, weil er braucht nur noch die, er nennt es mal Elefanten, er braucht die Riesen. Buffett hat zum Beispiel voriges Jahr versucht, Unilever zu kaufen. Unilever hat das abgelehnt und da Buffett grundsätzlich nur freundliche Übernahmen tätigt und keine feindlichen Übernahmen, weil er will ja mit dem Management weiter zusammenarbeiten und keinen Krieg gegen die führen. Und es soll da nicht einen Eroberungskrieg geben, sondern wenn das, ich will, dass das Management zu 100% hinter mir steht. Wenn nicht,
dann arbeiten die gegen mich, dann kann das auch keine erfolgreiche Übernahme sein. Also arbeitet da Buffett auch ganz anders als die Finanzinvestoren. Also Unilever hat abgelehnt, daher kam es zu keiner Übernahme und dann kam dieser Unfall in Anführungszeichen. Jetzt hat plötzlich Buffett am Jahresende 100 Milliarden Dollar Cash, die nicht arbeiten. Zinsen kriegt man nicht, das wissen Sie alle. Das heißt, irgendwann haben Sie ein gewisses Größenproblem. Die Berkshire-Aktie ist immer noch ein sehr, sehr gutes Basisinvestment, aber zu sagen, ich kopiere einfach Warren Buffett, alles, was der kauft, kaufe ich auch. Das funktioniert nicht, A, weil er die Größe hat und also viele gute kleine Sachen nicht mehr kaufen kann. Und zum anderen kauft natürlich Buffett dann auch als Ersatzlösung ganze Unternehmen und nicht nur Anteile von börsennotierten Unternehmen. Das heißt, einige Deals kann ich auch gar nicht nachmachen. So. Was gibt es jetzt für Strategien? Ich habe gesagt, es gibt einen Benjamin Graham, der das alles erfunden hat, und es gibt seine Meisterschüler. Gehe ich zuerst mal auf den Lehrmeister an. Sein berühmtester Ansatz war, auch er hat verschiedene Value-Ansätze verfolgt, aber sein berühmtester Value-Ansatz, mit dem er bekannt geworden ist, ist der Zigarrenstummel-Ansatz. Was bedeutet das? Er hat gesagt, an der Börse gibt es viele Unternehmen, die ihren Zenit überschritten haben und abgewickelt werden. Und die werden dann einfach, wie Zigaretten oder wie Zigarren dann weggeworfen. Aber wie bei einer Zigarre ist ja am Ende ja noch das nicht gerauchte Stück, es ist noch Tabak in der Zigarre drin. Und er sagt, jetzt wird spannend. Er hebt also diesen Zigarrenstummel auf, untersucht den, guckt, wie viel Tabak ist noch drin und was kostet mich dieser Stummel. Wenn ich einfach da, wenn ich das fast gratis bekomme, aber es ist noch genug Tabak drin, dann lohnt sich das, da reinzugehen und diesen Stummel zu kaufen. Was bedeutet das? Er hat sich alle Unternehmen angeguckt, die schwächeln, die aufgelöst werden sollen, guckt, was besitzen die denn an Wert? Und Standard war es damals, dass man einfach nur geguckt hat, was machen die dieses Jahr? Oh, die haben wenig Gewinn, dann kosten, dürfen die auch nicht mehr kosten. Graham war der Erste, der dann in die Bilanz geguckt hat. Und er hat dann gesehen, ups, die haben noch oft gewaltige Ländereien, die haben noch Immobilien, die haben noch Beteiligungen, die sehr, sehr wertvoll sind. Und wenn die Gesellschaft aufgelöst wird, dann haben die ja noch Assets, die verkauft werden, die viel mehr wert sind als jetzt der Börsenwert. Ich habe einfach ein Beispiel gebracht. Es war ein Rohstoffunternehmen, Guggenheim Exploration Company. Es war eine Bergwerksgesellschaft, die aufgelöst werden sollte. Und weil damals mit Rohstoffen fast nicht zu holen war, war der Wert fast auf Null gesunken. Operative Geschäft hat sich abgeworfen, darum soll es ja auch aufgelöst werden. Und dann hat Graham sich die Bilanz angeguckt und sagt, Jackpot, super. Die haben nicht nur das operative Geschäft, sondern die haben in den vergangenen Jahrzehnten diverse andere Beteiligungen aufgebaut, die einfach so in der Bilanz schlummerten und gar nicht veröffentlicht wurden. Und er hat festgestellt, dass einfach das Unternehmen sehr, sehr viele Beteiligungen besaß. Dann wurde Guggenheim tatsächlich aufgelöst. Die ganzen Beteiligungen im Portfolio von Guggenheim wurden verkauft über den Markt. Und dann war der Verkaufserlös viel höher als der Einstiegspreis. Und ein anderer Punkt war dann, er hat sich mal Eisenbahngesellschaften angeguckt, weil er hat mal in einer Mitteilung der Börsenaufsicht einen Hinweis gefunden, ja, man muss aufpassen, die Eisenbahngesellschaften übernehmen langsam die Kontrolle über Pipelines, über Ölpipelines. Und dann, ja, wie Ölpipelines, Eisenbahn, was ist der Zusammenhang? Und dann, könnt ihr mir das erklären? Ja, ja, viele Eisenbahngesellschaften haben still und heimlich Pipelines aufgekauft. Und da steht gar nicht in den Bilanzen drin. Da ist er zu den Unternehmen hingefahren, hat sich die Bilanzen zeigen lassen und gesehen, tatsächlich, viele Eisenbahngesellschaften, weil sie hohe Cashflows haben, Mittelzuflüsse haben, aber keine neuen Strecken in Sicht waren, haben die das Geld dann einfach in Beteiligung gekauft und dann, Infrastruktur ist gut, wir haben jetzt quasi den Gütertransport, Kohle und so weiter, aber Öl ist ja auch interessant, da kaufen wir als Ergänzung zu unserem Geschäft Ölpipelines. Das wurde aber gar nicht den Aktionären mitgeteilt, das haben die einfach still und heimlich gemacht. Also die Manager waren damals einfach kleine Halbgötter, die haben nicht die Aktionäre gefragt, da gab es keine Hauptversammlungsbeschlüsse, die haben auch gesehen, ach, wir haben ein paar Millionen in der Kasse, kaufen wir dann ein Geschäft, das dazu passt, und das wurde gar nicht veröffentlicht. Dann hat sich Graham alle Bilanzen einzeln besorgt, gesehen, was da alle an Pipelines drin ist. Hat dann da die Gesellschaft gekauft, wo der größte versteckte Wert war, ist dann zur Hauptversammlung gefahren und hat gesagt, hier, ich beantrage, dass die Pipeline-Beteiligung verkauft wird, das würde mehr als den aktuellen Börsenwert abdecken, wurde abgelehnt. Dann hat sich Graham im Folgejahr mit mehreren Juristen und mit mehreren anderen Investoren zusammengeschlossen, sie sind wieder zur Hauptversammlung gefahren, haben dann die Kontrolle übernommen, haben die Pipeline verkauft und haben einen riesigen dreistelligen Gewinn eingefahren. Also das ist dieser Zigarrenstummel-Ansatz. Immer gucken, was ist da noch an verborgenen Werten.
Gibt es das noch heute? Kaum noch. Warum? Weil heute die Unternehmen transparenter sind. Die können nicht einfach was zukaufen und das verheimlichen. Die können nicht einfach den Besitz verstecken in der Bilanz. Das ist sehr, sehr schwer möglich. Nicht unmöglich, bei Immobilien wird zum Teil gemacht. Die werden dann für ein paar Euro in Büchern geführt, sind aber Millionen wert mittlerweile. Aber es ist selten geworden. Und durch das Internet, wo ich jeden Geschäftsbericht jederzeit an jeder Stelle aufrufen kann, ist es einfach transparenter geworden. Darum gibt es kaum noch Zigarrenstummel. Aber es gibt immer noch Fälle. Wie gesagt, im Immobilienbereich gibt es einige. Ich habe Ihnen mal ein anderes Beispiel mitgebracht aus dem Bereich der Technologie, BlackBerry. Werden viele von Ihnen noch kennen, das waren ja früher mal diese vor rund knapp 20 Jahren sehr hippen Smartphones, also Smartphones sind Handys dann mit der Tastatur. Mal Marktführer, gerade Unternehmen hatten fast alle BlackBerries. Aber dann haben die sich einfach auf ihren Lorbeeren ausgeruht und wurden von Apple und Samsung an die Wand gefahren. Also einfach überrollt, Marktanteil geschrumpft, nur noch Verluste produziert. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, wir stellen das Handygeschäft komplett ein. Marktwerte, also die Aktie ist dann von 50 Dollar irgendwie auf 1, 2 Dollar abgestürzt, sollte ja abgewickelt werden. Die haben gesagt, ja, wir machen noch was, wir lösen die Gesellschaft noch nicht auf, aber es wurde an der Börse quasi so behandelt, als ob das alles aufgelöst wird. Wurde aber nicht gemacht. Und was sind jetzt die versteckten Werte? Wo ist jetzt der Tabak aus dem Zigarrenstummel? A, es gab noch ein Restgeschäft. Das Handygeschäft wurde abgewickelt. Darum schrumpfen auch noch immer die Umsätze. Aber die hat noch eine kleine Software-Sparte. Damals 20% Anteil, heute, 3 Jahre später, 80% Umsatzanteil bei BlackBerry. Und dann geht es hier um den Bereich IT-Sicherheit, Software, zwei Bereiche. Einmal für das Automobil. Da haben die eher zufällig eine Firma gekauft, weil die eine ganz andere Software haben wollten. Die hatten aber auch eine Softwareplattform für Autos. Und das hat sich eher durch Zufall, ohne dass sie damit gerechnet hatten damals beim Kauf, zu einem Renner entwickelt. Mittlerweile fahren 65 Millionen Autos auf dieser Welt mit der Software von BlackBerry. Und das andere ist Kommunikationssicherheitssoftware. Das war ja, Kommunikation ist ja Kern von BlackBerry. Und fast alle G20-Regierungen setzen auf die Sicherheitslösung von BlackBerry. Also das ist mittlerweile Anteil 80% am Umsatz, knapp 800 Millionen Jahresumsatz, also die wachsen zweistellig. Das heißt, in ein, zwei Jahren haben wir ein Unternehmen, das plötzlich wieder über 1 Milliarde Umsatz generiert. Das heißt, es ist kein Zigarrenschummel, es lebt wieder. Das Unternehmen schafft ein Comeback und arbeitet wieder profitabel. Also ich habe noch den Rest, der wertvoll ist, aber ich habe noch zwei andere Bestandteile, noch zwei Tabakbestandteile. Einmal, BlackBerry hat viele Fehler gemacht operativ, aber die haben immer das Geld zusammengehalten, was in der Phase selten war. Viele neue Marktfirmen haben das Geld einfach so verschwendet. BlackBerry hat das Geld gut zusammengehalten und die haben jetzt immer noch Stichtag 31.12.17 über 2 Milliarden in der Kasse und nach Abzug der Schulden 1,7 Milliarden Dollar Netto-Cash in der Kasse. Bei einem Börsenwert von rund 5 Milliarden Dollar. Also ein großer Teil des Börsenwertes ist allein in Cash in der Kasse. Und was haben die noch? BlackBerry war gerade in der Startphase unfassbar produktiv. Die haben 40.000 Patente. Und A, können sie selber nutzen, aber auch viele andere nutzen das. Es gibt Lizenzeinnahmen und es gibt immer wieder Firmen, die sagen, auch BlackBerry macht ja gar nichts mehr im Handybereich. Wir nehmen uns die Patente einfach. Also wir zahlen ja gar nichts. Das hat zum Beispiel Qualcomm versucht. Die haben es wahrscheinlich voriges Jahr gelesen, 2017 hat ein Gericht dann Qualcomm verurteilt. Die mussten fast 1 Milliarde Dollar an BlackBerry zahlen. Und 2018 gibt es den nächsten Fall. BlackBerry hat Facebook verurteilt, oder nicht verurteilt, sondern verklagt und wartet jetzt auf ein Gerichtsurteil. Wieder, weil Facebook und Tochtergesellschaften von Facebook viele Patente von BlackBerry verletzt haben sollen. BlackBerry hat das auf 100 Seiten zusammengefasst. Also die haben Dutzende von Patente aus Sicht von BlackBerry einfach kopiert und übernommen, ohne zu fragen, ohne zu bezahlen. Und da läuft jetzt ein neues Gerichtsverfahren. Bei Patentsachen ist es immer auch eine Stimmungssache. Also wie sieht der Richter das? Und weil Facebook ja zuletzt unter Druck war wegen dem Datenskandal, ist auch die BlackBerry-Aktie runtergegangen, weil gesagt wurde, oh, Facebook hat jetzt eine andere Baustelle, die werden jetzt nicht an BlackBerry zahlen, einfach weil die jetzt erstmal den Datenskandal abarbeiten müssen. Das kann sein. Das ist möglich, dass jetzt die Zahlung nicht so schnell kommt, weil Facebook andere Probleme hat. Aber meine Überlegung auch ist, wenn ich jetzt gerade mitten im Datenskandal bin als Unternehmen, ich habe gleichzeitig einen Prozess laufen,
wo es um Patentverletzungen geht und wo vielleicht der Richter sagen kann, also die gehen mit den Daten nicht vernünftig um, mit Patenten auch nicht. Also wie ist momentan die Stimmung des Richters? Wird er momentan eher pro Facebook sein oder contra Facebook? Also ich wäre als Person von Herrn Zuckerberg eher nervös. Ich weiß, ich habe hier einen Datenskandal und gleichzeitig ein laufendes Gerichtsverfahren. Ich halte sogar für gut möglich, dass Facebook sagt, ich möchte diese Baustelle lösen. Ich schließe jetzt nachträglich ein Lizenzabkommen mit Facebook, mit BlackBerry ab, dass da nochmal zusätzlich Mittel generiert werden. Also auch diese 40.000 Patente können noch ausgeschlachtet werden. Auch da wird noch Geld fließen. Das ist für mich so ein Zigarrenstummelansatz, den es auch in der heutigen Zeit noch gibt. Warren Buffett, ganz bekannt, der Burggrabenansatz. Er sagt, ein Unternehmen, in das ich investiere, muss unangreifbar sein. Es kann immer passieren, dass die Börse mal in einer Krise lange Zeit geschlossen wird und dann muss ich die Gewissheit haben, dass das Unternehmen nicht untergeht, dass das Geschäftsmodell nicht über Nacht plötzlich wertlos ist. Und er hat da berühmte, in einem berühmten Brief an die Aktionäre mal gesagt, warum er in Coca-Cola eingestiegen ist. Er sagte, Coca-Cola ist einfach unkaputtbar. Es gibt immer mal wieder Schwächephasen, es gibt mal den Trend, dann den Trend, jetzt gerade zuckerfrei und so weiter. Es gibt immer wieder irgendwelche Trends, aber Coca-Cola reagiert auch immer wieder mit neuen Produkten und mit neuen Zusammensetzungen, neuen Kooperationen, dann neue Märkte, Stichwort Wachstum in Asien. Das heißt, es ist faktisch unmöglich, Coca-Cola zu zerstören. Und Sie müssen sich einfach mal überlegen, wenn jetzt mal Mars-Mission in 10 Jahren nicht da, auf welche Aktie würden Sie sicher setzen? Das wäre vielleicht eine Nestlé, eine Coca-Cola. Aber viele Aktien, eine Deutsche Bank möchte ich jetzt nicht 10 Jahre im Depot haben. Also ich weiß nicht, ob es die ja noch gibt. Also da hätte ich ja tendenziell Bauchschmerzen. Also da diese Grundüberlegung, vielleicht immer wenn Sie Aktien kaufen, hat das Unternehmen einen Burggraben? Ist es unangreifbar? Was passiert, wenn die Börse jetzt 10 Jahre schließt? Und wenn Sie da ein schlechtes Bauchgefühl haben, sagen, ich weiß nicht, wo das Unternehmen in 10 Jahren steht, keine Ahnung, dann können Sie es vielleicht als Trading-Aktie nehmen, sagen, mache ich, aber dann auch bewusst in den Aspekt, ich muss auch jeden Tag parat stehen, das wieder zu verkaufen. Das ist aber kein Langfristinvestment. Gibt es das heute noch? Gibt es heute Burggraben-Aktien? Ja. Und ein Fall, den Buffett als Burggraben-Wert bezeichnet, überrascht auf den ersten Blick Apple. Weil er hat ja immer Hightech eher abgelehnt. Da ist sehr, sehr überraschend, dass er plötzlich eine Hightech-Aktie sogar als Burggraben-Unternehmen bezeichnet. Warum? Er sagt, dass er, Apple hat nichts mit Technik zu tun. Da ist nicht die neueste Innovation. Die sind nicht die modernsten, die sind da nicht die besten. Was die aber haben, die haben eine unfassbar starke Marke. Die haben sehr kaufkräftige Kunden, sie haben sehr, sehr treue Kunden. Und da sagt es, wer einmal in der Apple-Welt gefangen ist, kommt dann nicht mehr raus. Und ich bin ja selber Infizierter, also ich bin kein Technik-Freak, aber haben wir einfach einen Mac gehabt in der Redaktion, weil es einfach gängig ist in Redaktionen. Und dann hat es sich einfach angeboten, auch ein iPhone zu nehmen. Dann, wenn man ein iPhone hat, braucht man auch ein iPad. Und mittlerweile habe ich alle Produkte, die es von Apple gibt, so ziemlich, ohne dass ich das wollte. Es war nie eine bewusste Entscheidung pro Apple, sondern mit dem Kauf des Apple Computers, war einfach der Weg vorgezeichnet und ich musste fast dann alles dazu kaufen, weil es alles zusammenpasst, weil ich dann alles synchronisieren kann. Und mittlerweile habe ich dann für einen hohen 5-stelligen Betrag da Apple-Produkte im Büro stehen, ohne dass es mal so geplant war. Man ist gefangen, das kann ich aus eigener Erfahrung so sagen. Also darum, es kommt nicht darauf an, welche Taktung der neue Apple-Computer hat oder ob er 10 Sekunden schneller rechnet oder langsamer, dann ist man drin. Und wenn Apple das schafft, das Imperium weiter auszuweiten, dann kann es eine Marke werden wie Procter & Gamble oder wie Nestlé, dass sie einfach ein Markenportfolio haben und eine treue Fangemeinde. So, abschließend das letzte Beispiel, Charlie Munger. Oft unterschätzt, der kongeniale Partner von Warren Buffett kommt auch aus Omaha, aus der kleinen Provinzstadt, hat aber Buffett erst relativ spät kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund. Und Munger hat dann eine neue Idee reingebracht. Also Buffett war ja noch der typische Graham, Jünger, so Schnäppchenkäufer. Ich suche Schnäppchen, was richtig Billiges. Und Munger hat eine neue Idee reingebracht. Er hat gesagt, Top-Qualität hat ihren Preis. Es gibt einfach Weltklasseunternehmen, die gibt es nicht billig. Sie werden eine Nestlé nicht für ein KGV von 10 kriegen. Sie werden eine Lindt & Sprüngli nicht für ein KGV von 10 kriegen oder von 5.
Wenn man sagt, ich kaufe nur Schnäppchen, wird man einige Weltklasseunternehmen niemals kriegen, weil die niemals so günstig sind. Wenn es so ist, dass einfach Top-Qualität da ist, dann muss man auch bereit sein, dafür einen höheren Preis zu zahlen, weil es sich auf Dauer dennoch rentiert. Das berühmteste und erste Beispiel war dann See's Candies, ein Süßigkeitenhersteller, der eine sehr starke Marke hat, auch hohes Preisniveau durchsetzen kann und da wird nicht über Preise geredet. Wenn man in Europa vergleichbar mit Lindt, einfach höherpreisig und starke Marktmacht in der Region vertreten sind. Und das war einfach so der Einfluss von Munger auf Berkshire Hathaway und Buffett, dass man nicht nur auf Schnäppchen wartet, sondern Top-Qualität auch zu einem guten Preis kauft. Munger sagt zwar immer, ja, Buffett wäre auch selber auf die Idee gekommen. Das ist die Frage. Ich glaube, der Anstoß von Munger tat da sehr gut. Und es hat aber dazu geführt, dass das ganze Portfolio von Berkshire etwas ausgewogener ist, von Schnäppchen bis zu Top-Qualität, alles dabei. Und wann sind laut Munger hohe Kaufkurse gerechtfertigt? Wenn ich klare Wettbewerbsvorteile habe. Zum Beispiel Patente, die niemand angreifen kann. Wenn ich ein Top-Management habe. Wenn ich Marktführer bin oder einen hohen Marktanteil. Schockresistent, also Produkte, die auch in der Krise gekauft werden. Wenn ich eine Preismacht besitze, wenn ich Größenvorteile besitze, wenn ich dauerhaft gute Zahlen habe, also auch in Konjunkturzahlen gute Zahlen präsentiere, dann ist ein Aufschlag gerechtfertigt auf den Markt. Und was sind aktuelle Beispiele? Ich habe See's Candies genannt als Süßigkeitenmarke in den USA. Das wäre hier in Europa Lindt & Sprüngli. Unangreifbar, Nummer eins, wir haben ja auch Lindt & Sprüngli Aktionäre hier. Wir besichtigen auch jedes Jahr einmal Lindt und Sprüngli. Das ist einfach eine Marke, die so nicht angreifbar ist. Sehr, sehr interessant. Und was sind weitere Kandidaten? L'Oréal. Kosmetik, L'Oréal steht einfach dafür, ist Marktführer. Momentan natürlich sehr spannend, weil ja die Großerbin gestorben ist. Es schwebt plötzlich ein 30% Aktienpaket in der Luft. Wer kauft es? Kauft es L'Oréal selbst. Die möchte das ganz gerne selber zurückkaufen. Behält Nestlé dieses Paket? Oder greift da mal ein Buffett zu. Also gerade jetzt eine spannende Konstellation, weil eben ein großes Aktienpaket neu verteilt werden muss. Und aus Deutschland ein Beispiel ist Rational. Auch schon mehrfach besichtigt. Top-Maschinen- und Anlagenbauer, die machen ja Profi-Dampfgeräte für Großküchen, für Kantinen, Mensen etc. Einfach sehr stark aufgestellt, 50% Marktanteil. Sehr profitables Geschäftsmodell, weil sich diese Dampfgarer schon nach wenigen Jahren rechnen. Also selbst Kunden, die wenig Geld momentan haben, mal städtische Schulen etc., setzt das ein, weil das rechnet sich schon nach 3, 4, 5 Jahren, habe ich das schon wieder drin, die Investition. Das ist selten, dass sich Maschinen so schnell rechnen. Also sehr spannend. Leider momentan ein Tick zu teuer, da ja auf meiner Watchlist nur eine Halteposition. Aber tatsächlich, wenn wir irgendwann mal sowas haben wie Brexit-Abstimmung und man bekommt einfach mal diese Aktie mit 10-15% Rabatt, wäre das ein typisches Beispiel für ein Burggrabenunternehmen und für ein teures Unternehmen auch noch relativ teuer. KGV 40, aber wenn ich das für ein KGV von 25 oder 30 bekomme, ist es spannend. Da darf man auch mal über Marktpreis zahlen, weil es einfach diese Marktstellung hat, diese Qualität hat, dieses Top-Management auf Familien geführt. Da ist einfach ein Aufschlag gerechtfertigt und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Rational-Aktie mal für ein KGV von 10 bekommen. Wer darauf wartet, wird wahrscheinlich ewig warten. Das heißt, es gibt da auch Werte, wo man etwas über den Marktpreis gehen muss. Das war, nicht ganz so kurz und bündig, aber relativ kurz und bündig, mal ein ein Schnellritt durch die ganze Value-Szene. Was ist Value-Investing? Was versteht man darunter? Was für Strategien gibt es? Und warum gibt es dann Unterschiede auch in den Portfolien eines Buffett, eines Gelfand, eines Morien? Warum haben wir nicht zu 100% die gleichen Aktien? Weil jeder von uns etwas anderes Schwerpunkt hat. Der eine ist eher bei Munger, der andere ist bei Buffett, der andere ist doch eher bei Graham. Jeder von uns hat etwas andere Schwerpunkte. Darum hat jeder eine gemeinsame Basis. Wir werden immer auch gleiche Depotwerte haben, aber auch immer etwas größere Unterschiede, weil jeder einen etwas anderen Value-Stil bevorzugt. Darum nicht das eine große Depot, was alles vereint, sondern die verschiedenen Depots mit einem gemeinsamen Nenner, aber auch leichten Unterschieden, weil eben es auch diese Unterschiede innerhalb der Value-Strategie gibt. Das, wie gesagt, der Schnelldurchgang und jetzt einige konkrete Hinweise auch noch von Volker mit entsprechenden Empfehlungen. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihr geduldiges Zuhören. Ja.
Herzlich willkommen auch von mir hier in Stuttgart. Stuttgart ist für mich immer eigentlich der Start des Jahres, weil das ist die größte Messe. Da haben wir eigentlich auch immer die größten und schönsten Lesertreffen. Und deshalb ist Stuttgart immer für mich so ein Rückblick. Was war von letztem Jahr bis heute passiert? Was haben wir Ihnen letztes Jahr so erzählt? Was ist davon eingetroffen? Und wie ist ein bisschen der Ausblick? Wir haben ja heute zwei Gruppen, also ein Rolf-Morien-Fangemeinschaft und einige Leute, die kenne ich schon. Aber deshalb möchte ich mich eben auch noch ein bisschen vorstellen für den anderen Part. Ich mache das jetzt seit, das ganze Spiel seit 1993, seit 96 hauptberuflich und seit dem Jahr 2000 in Partnerschaft mit dem Verlag, für die wir in einem Team, ich habe ein 11-köpfiges Team, Analysen erstellen. Und mein erstes Produkt war damals die Aktienanalyse. Da covern wir knapp 600 Unternehmen, glaube ich, so viel wie kaum ein anderes oder wie kein anderes, ich weiß es, kein anderes unabhängiges Analystenhaus. Und dann kamen immer wieder Produkte hinzu, dann kam mal ein Premium-Depot, da haben wir gesagt, für die Leute, die nicht die Masse haben wollen, sondern verdichtet auf ein Depot, haben wir dann ein Premium-Depot herausgegeben. Rolf hat ja auch ein Power-Depot, Depot-Optimier, das ist vergleichbar vom Format. Dann kam ein Dividenden-Letter hinzu, weil wir gesehen haben, dass Leute sagen, okay, ich will auch mehr Schwerpunkt auf Dividenden, weil ich will auch immer mal ein bisschen Cash bekommen, um diese Zielgruppe abzufangen. Dann habe ich vor 2-3 Jahren mit enger Zusammenarbeit mit Herrn Siegert, der ist auch hier, sicheres Kapital. Da geht es mehr für die Leute, die eigentlich schon durch sind und eigentlich nur noch ihren Besitzstand wahren wollen und eigentlich verteidigen und nicht verlieren, aber nicht unbedingt Rendite an erster Stelle steht. Dann mache ich ein tägliches Value-Telegramm, kostenloser Newsletter, um auch neue Leute für das Thema zu interessieren. Ein Dividendentelegramm, gleiche Zielsetzung. Dann machen wir jetzt auch seit ein paar Jahren diese Einkommensmaschine. Da geben wir ein Jahresbuch raus, was man auch als Jahresbuch dann auch einmalig kaufen kann. Sonst haben wir ja Abo-Geschäft. Und jetzt eben seit Februar dieses Gelfand-Morien High Performance Depot, wo wir erstmalig eben unseren einen Tisch gesetzt haben. Die Idee ist damals letztes Jahr bei Buffett entstanden. Wir haben gesagt, Mensch, wir machen das jetzt, wir fahren hier 18 Jahre hin und jetzt lass uns mal was zusammen machen. Dann haben wir erstmal so ein bisschen im Hinterstüblein simuliert und das dann dem Verlag erfolgreich verkauft. Und die haben das dann eben auch mit uns gemacht, das Konzept. So, Rückblick 2017, was ist da so passiert? Die Märkte, was ist passiert von April 17 bis heute 17, haben im Schnitt irgendwo so, naja, Eurostoxx, DAX eigentlich jetzt nach dem Verfall eine Nullrunde hingelegt, Dow Jones aber immer noch fast 20%, wäre dann so im Schnitt vielleicht 10%, wenn man den Gesamtmarkt sieht. Das geht? Ah doch, geht. So, was war, wir sind ja etwas längerfristig orientiert, was ist seit 2014 passiert? Da haben die Märkte rund 30% gemacht, Dow Jones auch mehr als Europa. Amerika ist auch höher bewertet, ist teurer als der europäische oder deutsche Markt. In KGV ausgedrückt, Amerika rund 22, 23, glaube ich, und DAX 12 bis 13. Was haben wir gemacht? Also das ist jetzt die Aktienanalyse. Wir vergeben da Sterne von schlecht 1 bis gut, sehr gut 5. Und wir werden da gemessen an den 5-Sterne-Werten, wo auch eben sehr viel Value eingeht. Wir haben in dieser Zeit 90% gemacht, also den Markt um das Dreifache geschlagen. Damit können wir ganz gut leben. Und langfristig sind wir eigentlich mit unserem Value-Ansatz, Rolf verfolgt ja einen sehr, sehr ähnlichen, eigentlich unschlagbar seit 96, irgendwo 2100% haben wir gemacht. Wir haben hier auch mal saure Gurkenzeiten gehabt 2008, aber sehen auch da, das ist dann relativ schnell wieder verdaut worden, dieser Rückschlag, und war letztlich nur eine kleine Delle. Geht aber nicht immer, da muss man näher dran gehen. Ne? So, hinter dem Ganzen steht eine Methode, das ist nicht gewürfelt und es gibt sicherlich, viele reden auch über Value, aber wenige machen es wirklich. Gibt da so ein
guten Spruch auch von Manga, der sagte mal, Value ist eigentlich einfach, aber nicht leicht. Die Methoden oder die Prinzipien sind eigentlich einfach, aber das leicht, es ist nicht leicht, das eben mental auch in die Praxis umzusetzen. Wir haben eine Methode entwickelt, schon in den 90er Jahren, an die wir uns eigentlich auch immer noch sehr streng halten, um unsere Sterne, um unsere Value-Werte rauszufiltern. Wir haben drei Blöcke da. Einmal Qualitätskriterien, fangen wir vorne an. Allgemeine Kriterien, das ist das, was Rolf eben erklärte mit dem Burggraben. Unkaputtbar, ist das ein toller Burgherr, also ein toller Vorstand? Ist da eine Preissetzungsmacht? Wenn Sie Coca-Cola trinken und die Büchse wird morgen 30 Cent teurer, kaufen die trotzdem noch. Oder sie trinken es gar nicht. Aber das ist also diese Macht haben eben wenige Unternehmen. Ist es multiplizierbar? Endlos können Sie eine Cola auch nicht multiplizieren, können Sie aber. Ist es fast ein Monopol? Das ist eben dieser Block. Und der geht zu ein Drittel, das ist eben auch subjektiv. Zum Teil subjektiv. Man kann es auch messen an Markenwerten. Wie teuer ist eine Marke bewertet oder wie hoch? Aber es ist auch subjektiv. Dann haben wir im zweiten Block, geht auch ungefähr 30% auf das Timing ein, messbare Kriterien. Da sind so Sachen, die auch Rolf schon angesprochen hatte. Wir wollen eine hohe Eigenkapitalrendite haben, wir wollen wenig Schulden haben, wir wollen eine bestimmte Dividendenpolitik haben, hohe Cashflow-Marge, wenig Sachinvestitionen. All diese Kriterien, die Sie wirklich messen können. Und da können Sie auch nicht beschönigen. Da spielen wir die Unternehmen gegeneinander aus. Und da können Sie sehr gut rausfiltern von schlecht nach gut. So, und dann der dritte Block ist eben die Wertermittlung. Der innere Wert, Rolf hat da auch schon drüber gesprochen, eine Aktie hat einen Warenwert und einen Börsenwert. Und wir wollen Unternehmen kaufen, die eben mehr wert sind, als sie im Moment kosten. So, und aus diesen knapp 600 Unternehmen kriegen dann 6%. In all diesen Punkten können die Punkte sammeln. Und der Punktsieger ist auf Rang 1 und der Schlechteste ist unten. Und die ersten 6% kriegen eben diese 5 Sterne. So, was hat seit letztem Jahr sich getan? Was wir Ihnen letztes Jahr empfohlen haben, das sind unsere Top 10 nach dieser Methode. FAC AG, Nvidia, Höhnle, AT&S. Haben wir eigentlich sehr schöne Ergebnisse gehabt. Von 200 bis unten 65% der Zehnte. Wir haben aber ja auch Einsternewerte, also schlechte Unternehmen. Vor denen haben wir Sie letztes Jahr gewarnt. Da haben wir Ihnen, wenn Sie es dann befolgt haben und verkauft haben, hier 74, 50, 40, 30% Verlust erspart. Das ist auch eine Leistung. Es ist nicht immer nur die Leistung zu gewinnen, sondern auch Verluste zu vermeiden. Buffett sagt immer, Value ist eigentlich in Aufwärtsphasen manchmal etwas schlechter als der Markt. In Seitwärtsphasen schon besser und in Abwärtsphasen deutlich besser, also weniger Verlust. Und das macht eben diese absolute Überrendite von einer Berkshire Hathaway langfristig aus. Die aktuelle Lage, wir hatten vor einem Jahr ein KGV im Markt, das ist jetzt ein Weltmarkt, also die 600 Unternehmen, im Schnitt 19,7, dieses Jahr 19,1. Das heißt, der Markt ist eigentlich sogar preiswerter geworden. Der Markt ist günstiger als letztes Jahr. Und im Moment, du wirst es auch feststellen, wenn die Unternehmen berichten, wir werden eher positiv überrascht. Also positive Gewinnüberraschungen sind da noch gar nicht eingepreist. Der Gesamtmarkt ist aber in etwa fair bewertet. Sie sehen das hier. Das DAX-KGV aktuell 12,8, 12,5, 13, ist auch egal, je nachdem, wie man es berechnet. Der Durchschnitt ist 19. Der ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil heute die Unternehmen auch nicht mehr ein so hohes KGV rechtfertigen, weil sie eben nicht mehr diese Wachstumsmöglichkeiten haben. Aber wenn wir hier mal ein 17 haben als Schnitt, dann sehen Sie, alles darüber ist rot, wäre zu teuer, darunter ist grün. Also die Ampeln stehen hier eigentlich auf Kaufen und nicht, was Ihnen in der Presse so erzählt wird, auf Verkaufen. Und Deutschland, ganz klar, ist unterbewertet. Zinsen, Presse will Ihnen ja eigentlich mehr Angst machen als Motivation und Mut. Zinsen werden dann hergenommen, ja, die Zinsen steigen. Aber wir haben immer noch, wir kommen hier von 5%, hier sogar 6, 7%.
Jetzt sind die mal hier ein bisschen auf 1,5 in den USA gesteigert worden. Bei uns sind sie immer noch bei fast null. Also immer noch keine Alternative zu Aktien. Zu Gold hatten wir letztes Jahr auch was gesagt. Da sage ich auch jedes Jahr das Gleiche. Gold ist kein Investitionsobjekt, sondern ist Werterhalt. Und wenn Gold, von mir werden Sie nie eine Goldaktie empfohlen bekommen, wenn die sagen, ich würde das Werterhalt, Krise und meinen Kindern später schenken, dann physisch in den Keller legen, Silber meinetwegen auch noch norwegische Kronen. Und da sehen wir so Ende des Jahres, ich würde diesen Trend, den ich da mal so eingezeichnet habe, der wird schon so weiterlaufen, ob wir hier wieder hinkommen, das wird glaube ich schon noch eher lange, aber Ende des Jahres, so 1500, 1600, wird wahrscheinlich so möglich sein, ist aber letztlich auch nur eine spekulative Meinung von mir. Weil Gold, Sie können keinen inneren Wert bestimmen, ist nicht messbar, hat eigentlich nur einen psychologischen Wert. Auch da diesen Spruch, den hat mir Buffett mal, ich glaube in der ersten AV, wo man noch sehr persönlich mit ihm sprechen konnte, gesagt, genau das, kein Wertobjekt, Gold können Sie einbuddeln, ausbuddeln, einbuddeln und Ihrer Frau um Hals hängen, aber ist kein Investitionsobjekt. Öl, hatten wir letztes Jahr gesagt, Ölpreiswende ist vollzogen, hatten wir uns aus dem Fenster gelehnt. Da hatte ich diesen Chart, also hier diese Öltonnen, dahinter gemalt. Und genau das ist eigentlich eingetreten. Und auch da sehe ich leicht steigende Preise noch, aber ob wir da hier diese Spitzen wieder kriegen, glaube ich auch nicht. Aber Ölpreis bis zu 80 Ende des Jahres ist nicht unrealistisch. Öl können Sie schlecht in den Keller legen, diese Fässer, das ist schon viel Platz weg. Da würde ich dann schon Ölaktien, in dem Fall unser Favorit ist der Statoil. So, und dann, das war eigentlich, Herr Käuser, der schickte mir dann 3 Aktien dazu empfehlen. Das ist ja schon fast eine intellektuelle Beleidigung. Wir verkaufen den 600 Analysen und ich soll sie 3 Aktien nennen. Aber so dumm ist die Frage eigentlich nicht, weil das zeigt eben auch, also ich würde niemals ein Depot mit 3 Aktien aufbauen. 15, 20 ist gut, 15. Aber man muss sich fokussieren. Und wenn ich jetzt wirklich, wenn Sie ganz faul sind und nichts machen wollen, darf ich auch nicht sagen, dann kündigen Sie nachher noch unseren Dienst. Und 3 Aktien kaufen und wie Rolf sagt, dann 10 Jahre Urlaub auf der Insel machen, dann würde ich sagen, eine Aktie kaufen Sie den deutschen Mittelstand, eine Aktie kaufen Sie den Megatrend Gesundheit und eine Aktie kaufen Sie eigentlich Value pur. Und da ist der Mittelstand auf deutsche, überwiegend deutsche mittelständische Unternehmen, Aurelius, Small Caps stärker als die Large Caps. Davon profitiert eine Aurelius, weil die kleinere Unternehmen, die kaufen angeschlagene Unternehmen, reorganisieren die, verkaufen die mit Erfolg. Letztes Jahr war das hier große Diskussion, da gab es Short-Attacken, ungerechtfertigte. Da haben wir fast ein ganzes Treffen darüber gesprochen. Ich habe damals gesagt, klar, wenn die mich betrügen, die Bilanzen fälschen, dann ist es eben so, dann sind die jetzt irgendwann platt. Aber ich muss den Geschäftsberichten eigentlich glauben, sonst brauche ich gar nicht mehr Analyse machen. So Eigenkapitalrendite bei 30%, das war so ein Kriterium von eben. Gewinn letztes Jahr vervielfacht, KGV unter 10, kriegen Sie sonst so einen Top-Wert nicht. Dividendenrendite fast 9%, Dividendenrendite, das hängt damit zusammen, dass Sie eine normale und eine Sonderdividende, die haben so gute Unternehmensverkäufe, die wissen im Moment nicht, wohin mit dem Geld und schicken eben deshalb so viel aus. Und auch dieses Jahr wieder 5 neue Übernahmen geplant. Bin ich noch mal rein, ja. So, das Zweite. Solange Menschen leben, wollen sie nach, streben sie nach Gesundheit, ist das höchste Gut. Biotech ist aber sehr, sehr schwierig, das Thema. Ich kann es nicht beurteilen, Biotechnologieaktien. Aber es gibt ein Konglomerat, BB Biotech, die das sehr, sehr erfolgreich machen, seit vielen, vielen Jahren. Das Besondere, oder was mir da besonders gut gefällt, es ist Ärzte, Forscher und Finanzleute im Vorstand. Da entscheiden also wirklich Fachleute, welche Beteiligung gekauft wird. Gefällt mir da sehr gut. Auch, und die sich garantieren eine Dividendenrendite von 5%. Die nehmen den Durchschnittskurs im Dezember und auf diesen Durchschnittskurs zahlen die dann im nächsten Jahr 5% aus. Kenne ich sonst auch nicht. KGV auch unter 10. Ja, Aktienrückkäufe, also gute Shareholder-Politik. Ja, und wenn Sie Value
pur machen wollen, dann kaufen wir Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Da können Sie von ihm profitieren. Ja, weltweites Wachstum habe ich hingeschrieben. Er hat eben komplett Übernahmen, Cowboy-Stiefel, Handschuhe, Wohnmobile, aber auch Beteiligung, American Express, Apple, Coca-Cola, Delta Airlines, Wells Fargo und so weiter. Finde ich auch interessant, auch kein schlechter Mann. Im Aufsichtsrat, Vorsitzender, glaube ich sogar, ist Bill Gates. Sehr guter Freund von Warren. Größer 20% Rendite seit über 50, ich glaube, sind bald 60 Jahren, weil er hatte vorher auch so eine kleine Partnership. Gewinnverdopplung da eigentlich immer alle 3 bis 5 Jahre. Und jetzt ein KGV von 15, das ist für Berkshire wenig. Das gab es letztmalig 2014, 2015. So, und da glaube ich mit so 3 Werten und dann mit Rolf auf die Insel fahren, da machen Sie nicht so viel falsch mit. So, ich habe die Zeit eingehalten. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Gilfarth. Sehr schön zu sehen, dass offensichtlich Warren Buffett aus den Köpfen nicht rauszukriegen ist. In 3 Wochen oder in 2 Wochen sitzen wir schon im Flugzeug und fliegen nach Omaha. Jeder von Ihnen ist herzlich eingeladen, uns dort zu treffen. Wir haben das gestern Abend schon mal erwähnt. Wer Zeit und Lust hat und sich einen Flug buchen möchte und Hotel vor Ort, der soll uns gerne eine E-Mail schreiben. Das ist todernst gemeint. Und dann treffen wir uns vor Ort und leben mal so ein bisschen diesen Value-Spirit da vor Ort, was wirklich ganz speziell ist. Ich kann das jedem empfehlen. Jeder, der leidenschaftlicher Value-Anleger ist, sollte das mal einmal im Leben vielleicht gemacht haben. Das ist wie so eine Pilgerreise. Wir pilgern jedes Jahr, aber wäre schön, wenn Sie mal einmal dabei wären. Das würde uns sehr freuen. Wir machen jetzt im Anschluss geht jetzt unsere Frage- und Diskussionsrunde los. Ich würde es folgendermaßen machen, wenn aus den ersten beiden Reihen Fragen kommen, gebe ich das Mikrofon kurz ab und Sie sprechen das rein, damit wir hinten für unsere Kamera unseren Ton auffangen können. Wir stellen die Präsentation sowohl als auch alle Videoaufnahmen bekommen Sie von uns zugeschickt und können Sie dann in aller Ruhe zu Hause nochmal anschauen und brauchen nicht groß was mitschreiben oder irgendwas. Alle Fragen werden damit auch aufgenommen und kann man sich dann in Ruhe später zu Hause nochmal anschauen. Wenn die Fragen aus den... Das bekommen Sie in den Diensten, also es gibt ja mehrere aus verschiedensten Diensten Abonnenten heute Abend hier oder heute hier, bekommen Sie eine E-Mail von uns und dann bekommen Sie einen Link, da klicken Sie drauf und da ist das dann, das Video liegt dann dahinter. Ja, genau. Oder an uns, an eine E-Mail von uns beiden und dann schicken wir sie auch persönlich. Das geht auch. Geben Sie unseren Leuten von der Technik hinten vielleicht eine Woche, weil sie haben heute, glaube ich, 30 oder 40 Vorträge, die alle geschnitten und aufgenommen und was ich werden müssen. Das kann ein bisschen was dauern, vielleicht ist die Woche auch ein bisschen... forscht schon, aber ich hoffe, dass wir es schnell zusammenbekommen. Die Präsentation können wir auch schon vorher mal rumschicken, aber ja. Gut, wunderbar. Wenn Fragen aus den hinteren Reihen kommen, würde ich so machen, dass ich die Frage kurz wiederhole, damit alle das hören. Sie haben kein Mikro, müssen sehr laut sprechen und machen wir das so. Wunderbar. Ja, wer möchte anfangen? Hier vorne direkt. Ich gebe Ihnen das. Also ich bin Abonnent von Herrn Morien seit Jahren. Jetzt bin ich beim High Performance Depot beider Herren hier. Frage, Sie haben ja gesagt, bis Ende des Jahres 100.000. Ist ein bisschen was Abweichendes hier von dieser Value-Geschichte. Ist eine spekulativere Geschichte. Mit welchem Einstieg haben Sie da kalkuliert? 50.000? Weil Minimum war, hat es ja mal geheißen, haben Sie mir auch per Mail beantwortet, 20.000. Das soll der Minimum-Einsatz sein. Mit welchem Einstieg rechnen Sie, um 100.000 rauszubekommen? Und das Zweite, warum Faktorzertifikate? Zertifikate hat mir immer was gesagt. Ja, Faktorzertifikate war neu. Aber da ich Sie beide, auch den Herrn Gilfarth, Value-Telegramm verfolge, und sehr schätze beide, viele der Empfehlungen von Herrn Morien auch mit Gewinn seit Jahren verfolge, waren Sie die beiden, warum ich das gemacht habe? Ja, okay, also das wären die 2 Fragen von meiner Seite. Ja, an der Einsatzgröße kann man sich eigentlich einfach ausrechnen. Wir schlagen oder wir machen beide so in etwa 17-20% per anno, mal mehr, mal weniger. Und wenn Sie das hebeln und das nur einmal machen, dann wären Sie ja schon bei dem doppelten Prozentsal. Und wenn wir dann vielleicht noch 2-3 Mal geschickt umschichten können, weil wir dann Gewinne haben, mit höherem Einsatz weitermachen, kann man sich das einfach ausrechnen, welchen Einsatz Sie brauchen. Fakt ist es, wir haben qualitativ hochwertige Werte, Aktien als Basiswerte dahinter.
Und die hebeln wir eben. Das ist spekulativer, wie Sie sagen, klar. Und deshalb sagen wir auch nicht mit Ihrem, Sie sollen die Basis nicht verlassen. Bleiben Sie bei Ihrem Value-Depot oder bei unseren Basisdepots. Aber für so einen kleinen Teil, das war eben, wir haben uns das ausgedacht, dann wurden ja auch Kundenbefragungen gemacht und das hat genau den Nerv getroffen einfach. Das wollen die Leute haben, die sagen, okay, für einen kleinen Teil mache ich dann eben diese Geschichte auch und das macht auch Spaß. Und wenn man natürlich bei 10% hoch, runter schon schlaflose Nächte kriegt, dann sollte man es lieber nicht machen. Das ist eben alles gehebelt. Ne? So, und der Markt wird ja für uns laufen. Das ist sehr einfach für den Kunden und Leser handelbar. Wir haben uns auch auf die Commerzbank beschränkt, weil es der Marktführer in Deutschland ist. Sie können da auf fast jede Aktie einen Faktor zertifizieren, mit verschiedenen Faktoren, 2, 3, 4, 5, ins Plus, aber auch ins Minus können Sie das tun. Und ja, einfach Marktführer, es ist einfach handelbar. Und bei Optionen ist wieder so, da spielt ja auch noch die Zeit gegen Sie. Wir haben nur endlos laufende Zertifikate. Da können wir auch schon mal etwas gelassener, mal ein paar Monate, so Schwankungsbörsen wie jetzt, können wir die auch gelassener einfach hinnehmen. Deshalb diese. Wichtig war auch halt ein Hebelinstrument ohne K.O.-Schwelle, weil Erfahrung, Brexit-Abstimmung etc. Es kommen immer mal Kursgewitter, dann darf keine K.O.-Schwelle da im Hintergrund stehen, wo man Angst haben muss, oh, jetzt geht der Markt mal runter, ich werde ausgenockt und zwei Tage später ist alles in Ordnung, aber es reicht ja, wenn diese Schwellen einmal berührt wurden. Da war klar, wir nehmen ein Hebelinstrument ohne Knockout-Kriterium, also ohne Knockout-Schwelle. Ist da, ja. Ist da aber, auf aber Commerzbank ja. Ist jetzt eben nicht irgendeine kleine Bank aus Südtirol. Genau, mit Staatseinfluss einfach. Sag mal, wenn die Commerzbank pleite geht, Insolvenz anmeldet, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme. Dann reden wir nicht mehr über die Faktorzertifikate, dann reden wir über ganz andere Themen. Also das ist mit die letzte Bank, glaube ich, die da abgewickelt wird. Und das hat selbst Lehman gezeigt dann auch, dass die Bankenkrise, es gab eine Lehman, eine reine Investmentbank, die angefangen hat in der Krise. Aber dann hat sich das, die Schwäche der anderen Banken, über Monate hingezogen. Wenn man sehen will dann, es kommt eine neue Bankenkrise, Deutsche Bank, Commerzbank wanken, dann kann man immer noch ausweichen und sagen, wir lösen das auf. Weil pleite gegangen sind ja fast immer in der Geschichte die reinen Investmentbanken, nicht die Sparbanken, nicht die klassischen Banken, sondern eine reine Investmentbank wie Lehman Brothers. Das heißt, da hat man ja auch ein Warnsignal, oder was man dann als Ausstiegssignal nehmen kann. Wenn also eine erste große Investmentbank wackelt und merkt, auch Deutsche Bank, Commerzbank wackeln, hat man immer noch einen Zeitpuffer, um dann auch da auszusteigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Commerzbank vom Markt verschwindet, ist dabei unter den deutschen Banken mit die geringste Wahrscheinlichkeit. Dankeschön. Direkt die nächste Frage. Kann ich da kurz noch mal darauf anschließen? Ich denke, die Deutsche Bank und die Commerzbank, die sind ja so groß. Und wenn die in Schieflage kommen, dann und für den Markt so wichtig, also wenn die in Schieflage kommen, dann steigt der Staat mit ein. Ist ja bei der Commerzbank in der vergangenen Krise schon eingestiegen vor 10 Jahren. Ja. Das macht dann Frau Merkel schon. Ich habe mal eine Frage, man bekommt ja jeden Tag eigentlich übers Internet oder auch per Post sensationelle Angebote, die es sehr schwierig machen, für jemanden überhaupt durchzublicken. Eines davon, das letzte habe ich nicht verstanden. Die es sehr schwierig machen, das überhaupt zu überblicken, was da angeboten wird, was seriös ist. Ist Ihnen der Begriff weißes Öl schon mal untergekommen? Es gibt eine sensationelle neue Entwicklung, die alles bisher dagesehene energiemäßig in den Schatten stellt. Also Öl ist out und wir können jetzt mit einem Liter dieses weißen Öls 7000 Kilometer fahren. Und man rät uns also dringend, in die kleinen, noch kleinen Firmen dort einzusteigen. Haben Sie dazu was zu sagen? Halte ich gar nichts von. Also erstmal, ich kann diese Technik nicht bewerten, ob es dieses Öl gibt. Weil wir sagen das jetzt, wird vielleicht so sein, weiß ich nicht. Es wird aber kein Unternehmen, wer dann da das Rennen macht, das weiß ich auch nicht. Da wird möglicherweise dann auch eine Apple kauft dann irgend so eine Klitsche auf und die machen dann das Geschäft. Wie wollen sie da diese Kleine jetzt rausfinden, die dann wirklich das Rennen macht? Deswegen bei Lithium würde ich Ihnen die gleiche Antwort geben. Genau, würde ich nicht tun. Nein.
Wie siehst du das? Nein, ähnlich. Ich habe auch keine Lithium-Aktie jetzt heute im Depot, weil es wird Lithium gebraucht, aber es sind auch Dutzende von Projekten in der Pipeline. Gerade speziell ab 2025 kommen sehr viele Projekte, die marktreif erreichen, wo dann ein Förderstart ist. Und dann ist halt einfach eine Wette, wer kann wie günstig produzieren, wo ist dann die Nachfrage. Es wird Gewinner geben, ein bisschen vergleichbar mit dem Thema, was wir gerade Biotech. Also es wird immer Unternehmen geben, die Gewinner sind, die dann genau den richtigen Markt haben und genau das richtige Ergebnis erzielen, aber zwei Drittel bleiben auf der Strecke. Das ist wirklich genau das, was man machen kann, dann dass wie bei Biotech, dann wir beide genau die gleiche Lösung. Wir setzen da beide auf Biotech als Sammelgesellschaft, dann als Beteiligungsgesellschaft. Auch wenn man sagt, ich setze dann auf eine große Lösung, eine Fondslösung oder sowas. Sowas ist möglich, aber einen Einzelnen rauszupicken und sagen, der überlebt sicher und der wird Marktführer, das ist Glücksspiel. Das ist ein bisschen Lotto. Wenn das Pferd oder Galopprennen, wenn das Pferd gewinnt, super. Wenn nicht, dann ist alles weg. Sehr, sehr schwierig. Was ich da spannender finde, ist einfach auch die Ausrüster. Also, wer rüstet diese Minen aus? Diese Rohstoffe müssen transportiert werden. Eisenbahn etc. Also ich schaue dann, dass mein Ansatz dann, wenn ich einen Rohstoff oder eine Technologie nicht bewerten kann, eher, wer ist denn Zulieferer? Weil Lithium wird gebraucht, das ist klar. Ich weiß aber nicht, wer gewinnt. Aber ich weiß, dass Lithium auch transportiert werden muss. Darum finde ich so Gütertransport und sowas spannend auch. Ich versuche dann immer links und rechts zu gucken, wer profitiert auf jeden Fall. Das war beim Goldrausch, sind viele pleite gegangen, aber die Verkäufer der Schaufeln, die sind reich geworden. Also das ist da mein Einsatz. Wenn ich eine Technologie nicht bewerten kann oder einen Punkt wie Biotech, wie Lithium, versuche ich halt links und rechts zu gucken, wer könnte Zulieferer sein, wer könnte Profiteur dieses Booms sein. Und das ist dann die Idee, um davon zu profitieren. Aber genau, nicht aktuell praktisch. Also liegt bei Ihnen nicht so am Tisch tatsächlich. Nein, also ich habe schon, wir haben jetzt über Lithium gesprochen, wir hatten mich dann, aber was ich persönlich für spannend halte, was mir zum Beispiel, was aus meiner Sicht plausibler ist als Elektromobilität, ist das Thema Wasserstoff. Ist interessant und damit habe ich mich in den vergangenen Monaten etwas stärker beschäftigt, guckt, wer hat das im Angebot und dann habe ich ja auch so im Depot-Optimierer jetzt keine reine Wasserstoffaktie, weil das ist so riskant, das ist wieder die Wette, wer setzt sich durch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welcher von den Anbietern sich durchsetzt. Aber es gibt mehrere Unternehmen, die mit Wasserstoff arbeiten und das als Einzelsparte haben. Eine Voestalpine baut eine riesige Wasserstoffanlage als Versuchsprojekt. Und wenn sich das durchsetzt, wollen sie die ganz groß damit durchstarten. In Deutschland eine H&R, die unbekannt ist, wird nur so als Spezialchemiefirma wahrgenommen, hat die größte Wasserstoffanlage in Europa gebaut jetzt, mit Siemens zusammen. Das sind einfach so, das mag ich. Ich mag niemanden, der nur darauf setzt, weil das ist zu spekulativ. Aber wenn das ein Unternehmen als Beimischung hat oder Zulieferer ist, dann ist das spannend. Also man muss das auf jeden Fall verfolgen. Man sollte nicht einfach sagen, ach, Zukunftsmusik kümmere ich mich in 10 Jahren rum, gucken. Aber ich will dann nehmen, wer entweder Zulieferer ist oder wer das als Beiprodukt hat. Das war das gleiche Problem 3D-Druck. Die reinen 3D-Drucker sind fast alle abgestürzt. Aber dann zum Beispiel dann HP, die haben das als Ergänzung gehabt, als Zusatzsparte. Da hat man die 3D-Drucksparte quasi geschenkt bekommen. Hat sich prächtig entwickelt. Also ich bin immer vorsichtig bei den reinen Investments, bei diesen Aufsteigern, das sind ja auch Neugründungen, da weiß man auch nicht, wie gut das Management. Wenn die Firma erst 3 Jahre alt ist, kann ich das Management sehr schwer beurteilen. Ich mag es, wenn dann große bestehende Firmen das als Zusatzsparte aufnehmen oder Ausrüster sind. Das sind meine beiden Zugänge zu diesen Zukunftsthemen. Herr Gelfert, wir haben im Premium-Depot die Firma Altria. Die Firma Altria ist ja etwas zurückgekommen, wir wissen warum. Aber Sie hatten angedeutet, dass diese Firma sich möglicherweise mit dem Thema Rauschgift beschäftigt. Gibt es da neue Erkenntnisse? Marihuana. Ja. Ja, ist aber legalisiert in den USA, in wie vielen Bundesstaaten, Basti? Aber es sind einigen legalisiert. In Deutschland wird das kommen. Das ist salonfähig. In Holland können sie es ja so schon kaufen. Und durch auch das Tabakgeschäft haben die auch Know-how. Das sehe ich schon als großen Markt für Altria. Altria ist zurückgekommen, sagten sie gerade. Ist aber immer noch, ich glaube, wenn man einen ganz langen Frist schaut, eine der erfolgreichsten Aktien überhaupt auf der Welt. Zahlen gute Dividende.
sind jetzt schöne Einstiegskurse. Da ist eben auch durch Euro-Dollar ein bisschen Performance für uns Europäer weggenommen worden. Aber Top-Unternehmen und mit diesem Hintergrund, diesem Ausblick, sehr, finde ich interessant. Die erfinden sich immer wieder neu, Altria. Ja, das zeigen Sie. Danke. Eine Frage an Sie beide. Wäre es für Sie denkbar, hin und wieder mal auf Short-Titel zu verweisen, wenn Sie Probleme am Markt sehen, die zumindest einmal temporär zu empfehlen, also Absicherung über einen Index oder wie auch immer, käme das für Sie in Frage? Käme in Betracht grundsätzlich. Wir sind natürlich grundsätzlich, haben die motivierten Bullen ja langfristig öfters recht als die Weltuntergangspropheten. Also statistisch kommt der Untergang ja weniger als die Aufwärtsbörse. Im Moment kann ich es jetzt im Moment mir schwer vorstellen, weil wir sind beide der Auffassung, dass die Märkte, egal was sie im Moment da machen, aber eher unterbewertet sind, günstig sind, dann wäre mir das Risiko zu hoch. Wenn wir jetzt mal irgendwann KGVs von 30 haben, dann müssen wir darüber nachdenken. Ja. Das vielleicht auch als eine Ergänzung. Das Problem ist einfach, auch Short zu gehen. Man weiß nie, wann die Überbewertung endet. Das ist das ganz große Problem. Toll, DAX haben wir jetzt gerade KGV 12,5. Wir hatten 2000 einen DAX von 30. Ich habe damals ab 20 Positionen KGV 20 abgebaut. Ich habe damals, was ich jetzt noch auch im Depot optimiere, aufgenommen, Puts auf die damals ultra hoch bewerteten Firmen wie eBay, Amazon, die ganzen Technologiepioniere, die damals nur rote Zahlen geschrieben haben. Da war keiner profitabel. Aber dann ist der Markt noch ein ganzes Jahr nach oben gelaufen, bis einfach wir sogar das DAX KGV 30 hatten und auch eBay. Die sind alle ausgestopft worden nachher, die Put. Und dann ist es ein Jahr zu spät abgestürzt. Das heißt, selbst wenn Sie das erkannt haben, dass eine Überbewertung da ist, ist es schwierig, dann schon einen Put aufzubauen, weil Sie wissen nicht, wann platzt die Blase. Sie können eine Blase erkennen, aber Sie wissen nicht, wann die Blase platzt. Und dann brauchen Sie unglaublich viel Glück, dass Sie das richtige Timing haben. Das bekannteste Beispiel der Welt ist da der Herr Paulsen, der Hedgefondsmanager, der ja einige Jahre der reichste Hedgefondsmanager der Welt war. Der ist genau in der Finanzkrise 7 bis 9 Multimilliardär geworden, hat, glaube ich, in der Spitze 20 Milliarden gehabt und davon 15 Milliarden innerhalb eines Jahres gewonnen mit seinen Short-Positionen. Aber er hat schon 2 Jahre vorher auf den Knall am Immobilienmarkt gesetzt. Und er selber hat im Interview gesagt, es ging um Wochen oder Monate. Ich war am Ende. Ich hätte meine Position, meine Short-Position auflösen müssen. Ich hätte alles verloren. Ich hätte nichts mehr gehabt privat. Ich wäre absolut pleite gewesen. Und in den letzten Wochen der Laufzeit kam dann Lehman Brothers und es kam der Knall. Wenn Lehman Brothers 6 Monate später pleite gegangen wäre, wäre Paulsen heute nicht 10 Milliarden schwer, sondern irgendein Straßenkehrer. Er hatte selber gesagt, es ging um wenige Zeiteinheiten. Er war 2 Jahre zu früh. Er hat das richtig analysiert, messerscharf gesehen. Da ist die Blase am Immobilienmarkt in den USA. Aber es ist dann noch 2 Jahre nach oben gegangen. Und darum ist es so unfassbar schwer, wirklich vorab das zu setzen. Wir haben auch Beispiele jetzt Netflix, Tesla bei Einzelaktien, wo jeder fundamental orientierte Mensch weiß, das ist eine Blase. Aber wann will man da darauf setzen, dass es platzt? Dagegen Aufstiege sind eher erstens wesentlich häufiger und laufen nicht so sprunghaft, sondern relativ geradlinig. Es ist also wesentlich einfacher, auf steigende Märkte zu setzen, als darauf genau das Timing zu haben, eine platzende oder eine geplatzte Blase zu erwischen. Dann muss wirklich sowas da sein, entweder KGV 30 oder aber wir haben schon den Auslöser, wir haben eine Bankenkrise, wir haben eine Immobilienkrise, dass man dann auf den fahrenden Zug aufspringt. Aber vorab Short zu gehen, da ist die Erfolgsaussicht prozentual gesehen so gering, kann man eigentlich man spielt einfach gegen die Wahrscheinlichkeit dann. Ja, wäre es eigentlich nicht das Beste, man geht aus dem Markt raus, wartet ab und steigt dann wieder ein. Das ist auf jeden Fall sicherer dann. Wenn wir was haben wie DAX-KGV, ab DAX-KGV 20, wir sagen wirklich Cashquote deutlich erhöhen. Ich habe eine Frage an Rolf Morien. Und zwar vor kurzem wurde empfohlen, GEA Group und Elrin Klingler vor wenigen Monaten. Und sind jetzt durch die Umsatzziele, wo wohl nicht erreicht werden, sind sie 20 bis 30% eingebrochen.
weiterhin halten? Oder ja, ich habe sie sogar weiter auf Kaufen stellen. Weil Elrin Klinger ist genau das Thema, auch neue Technologien, die waren einfach viel zu früh. Das heißt, die haben sehr viel in Batterietechnologie, in neue Antriebstechnologien investiert. Batterietestsysteme als Elektroautos-Vorbereitung. Aber das ist passiert, jeder spricht drüber, aber kaum einer kauft es. Die Produktion wurde einfach nicht abgefragt. Und das ist, jeder sagt, Elektroautos muss man noch haben, Werte wie Tesla, ja, aber wie viele werden denn wirklich verkauft? Und das war sozusagen der Fluch der guten Tat. Erik Klinger hat frühzeitig erkannt, es geht und es passte. Also man denkt ja immer so, was haben Dichtungen mit Elektroautos zu tun? Aber es gibt einfach da Bestandteile, die sehr vom Aufbau her sehr ähnlich sind. Die konnten einfach viele Maschinen eins zu eins dafür nutzen. Haben geforscht, haben umgestellt, haben jetzt ja sogar seit wenigen Wochen einen Vorstand für den Bereich neue Antriebsformen. Aber sie waren letztendlich 2 Jahre zu früh und in einem anderen Bereich, der gut lief, da wurden sie überrollt von der, das war aber konventionell, das war alter Antrieb, da wurden sie überrollt von der Nachfrage, mussten Tag und Nacht produzieren, mussten zusätzliche Kapazitäten einkaufen. Da war die Nachfrage nach den alten Technologien Benzin, Diesel viel höher als erwartet. Sonderschichten, die teuer sind, Logistik einkaufen, kurzfristige Waren einkaufen teurer. Das heißt, Elektrofahrzeuge, der Bereich wurde zu wenig nachgefragt, wo sie Kapazitäten hatten. Und gleichzeitig die alten klassischen Systeme wurden zu viel nachgefragt, extra Kosten. Das hat die getroffen. Aber aus meiner Sicht hat sich Elrin Klinger sehr gut aufgestellt. Also ob die Wende jetzt 18 kommt aber, oder 19, sie haben die Technologie, die können von Diesel, Benziner über Elektroautos, Wasserstoff, haben sie auch eigene Technologien. Sie können alle Antriebe bedienen. Sie haben für jede Antriebsart jetzt schon die passenden Produkte. Und ich bin sicher, wir kommen weg vom reinen Verbrennungsmotor. Wir werden Alternativen bekommen. Und da ist Elrin Klinger positioniert. Die waren einfach, muss man sagen, da 2 Jahre zu früh. Und Group de G war, glaube ich, die zweite. GEA war die zweite Frage. Da haben wir einfach das Problem, dass da ein Vorstand, glaube ich, zu lang da war und einfach, ja, da tatsächlich ein bisschen Trends verschlafen hat. Er hat ja schon angekündigt, dass er nächstes Jahr gehen will. Ich würde es auch begrüßen, wenn er früher schon geht, weil er ist jetzt eigentlich so eine lame duck. Also wenn einer ankündigt, dass er nächstes Jahr zur HV geht, nehme ich ihn dann als Manager noch ernst, wenn er in 12 Monaten geht. Dann sage ich, komm, lass ihn schwätzen, der ist eh in 12 Monaten weg. Wenn einer das sagt, muss er eigentlich gehen. Und wir haben ja 2 starke neue Investoren, einmal Singer und einmal Albert Freer, die beide ja Aktienpakete aufgebaut haben. Da ist die Frage, ob die das sogar mal ganz von der Börse nehmen oder zumindest mal ihr eigenes Management aufbauen. Der Albert Freer ist ja so ein bisschen so der europäische Warren Buffett. Der hat da auch gute Manager einfach in der Hinterhand. Ich dachte, das sind wir. Als Investoren. Wir sind ja in den Analysten dann. Da ist es einfach so, dass einfach ja das Geschäftsmodell, gerade Maschinen und Anlagen für Nahrungsmittel, für Milch etc., ist ja gefragt. Aber einfach da, der momentane Vorstand war einfach zu langsam und ist aus meiner Sicht da nicht geeignet, um die Firma in die neue Zeit zu führen. Daher, er tritt ja auf jeden Fall nächstes Jahr zurück und ich vermute mal, nachdem er es angekündigt hat, dass jetzt die neuen Investoren, der Freer hat ja danach aufgestockt, mittlerweile ist über die 5%-Hürde gekommen, dass die dann Druck machen im Aufsichtsrat und dass er schon vorher geht. Also der Kern des Unternehmens sehr stark, aber ich glaube, die brauchen für das Tagesgeschäft einfach eine Führung, die mehr auf neue Trends eingeht. Also das ist wirklich so ein typischer Turnaround-Kandidat. Darum sind ja Personen wie Freer und Singer, die auf Umstrukturierung spezialisiert sind, auf Turnaround-Geschichten spezialisiert sind. Und wenn 2 gleichzeitig unabhängig voneinander reingehen, die haben ja nichts miteinander zu tun, die haben noch nie zusammengearbeitet, also die haben sich nicht abgesprochen. Wenn 2 gleichzeitig reingehen, ist es ein Zeichen, dass da ein sehr gesunder Kern ist. Hätte ich aber beide noch halten. Eine Frage an Sie. Wer von Ihnen fährt einen Tesla? Okay. Wer von Ihnen fährt jetzt einen, sag ich mal, einen Daimler, BMW oder Volkswagen? Mal Handzeichen. Das sind mehr, ja. Okay. Wer fährt Diesel? Ja. Ciao. Aber in Stuttgart können die bald nicht mehr Diesel fahren, ne? Ja. Ja, okay. Ich hätte. Ich hätte eine andere Frage. Der DAX ist im Zeitraum von einem Jahr ca. 3% gestiegen, der Dow Jones etwa 18% und der S&P 500 bei 13% oder 14%. Frage, DAX unterbewertet oder die Amerikaner überbewertet? Beides so ein bisschen.
Beides ein bisschen. Also die Wahrheit liegt überbewertet in der Mitte dann. Ist USA auch nicht. Ja. Ist noch so in der Schmerz. Es gibt auch da unterbewertete Unternehmen, aber der Markt als solches ist da eher fair bis vielleicht sogar einen Tacken zu hoch bewertet. Das sehen wir jetzt auch, Dow Jones schlägt im Moment dann stärker aus als der DAX, auch nach unten. Und DAX ist, aus meiner Sicht, habe ich ja eben diese Folie gebracht, wenn man, lass es nicht 19, aber dann ist vielleicht 17, wäre mal fair. Wir sind jetzt bei 12. Aber es ist eben auch, Stockpicking ist angesagt. Die können nicht alles blind kaufen im Moment. Sie müssen ja, das würde ja bedeuten, dass im Moment im DAX sind sicher sehr gute Firmen drin, die unterbewertet sind. Ja. Okay. MDAX auch. Vielleicht eine Ergänzung. Ich würde aber US-Markt nicht links liegen lassen, weil es war tatsächlich das Phänomen, dass wir zum 31.12.17 am US-Markt deutlich überbewertet waren. Da hatten wir S&P ungefähr KGV von 19 und Durchschnitt ist 17 historisch gesehen. Also da waren wir gute 10% überbewertet im historischen Schnitt. Jetzt haben wir aber 2018 zwei Effekte. Wir haben zum einen die gefallenen Kurse, Dow ist ja gefallen, S&P ist auch gefallen. Und gleichzeitig relativ dynamisches Gewinnwachstum. Wir haben in den USA ein zweistelliges Gewinnwachstum. Das heißt, wenn man jetzt nicht mehr die Zahlen von 17 betrachtet, sondern wir jetzt schon, und wir sind ja im April mittlerweile, das erste Quartal ist vorbei, wenn wir, das ist glaube ich auch legitim, das KGV 18 nehmen, dann sinkt das S&P 500 KGV plötzlich von 19 auf 16. Ich habe gesagt, Durchschnitt ist 17. Das heißt, wir sind innerhalb von 3 Monaten von einer Überbewertung auf eine leichte Unterbewertung gekommen. Daher ist da auch einfach durchaus was zu machen. Also wie gesagt, im breiten Markt ist einfach, da ist einfach Europa, Deutschland noch deutlich günstiger. Aber selektiv, dass man sagt, Einzelpositionen USA, immer noch sehr spannend. Auch da gibt es immer noch niedrige Bewertungen, attraktive Bewertungen mit hohen Wachstumsraten. Und ein Punkt, warum ist USA immer höher bewertet als DAX, Durchschnitt DAX, KGV, der kommt immer an, welchen Zeitraum man nimmt. Wenn man die letzten 30 Jahre nimmt, Durchschnitt DAX, KGV 14, USA 17. Da sind wir schon eine kleine Lücke. Einfach dieser Premium ist einfach, es ist der größte Aktienmarkt der Welt, der liquideste Aktienmarkt der Welt, ist am höchsten in den großen Indizes vertreten. Also MSCI World ist ein verkappter US-Index, muss man so sagen. Sie haben also da diesen Liquiditätsbonus sozusagen. Ich würde also nicht darauf wetten, dass auch S&P und DAX sich angleichen, sondern solange die USA die größte Volkswirtschaft der Welt sind und solange der amerikanische Aktienmarkt der größte der Welt ist, wird es da einfach einen gewissen Bewertungsaufschlag geben. Diese Relationen von 17 und 14 werden sich aus meiner Sicht nicht einengen, sondern damit kann man arbeiten. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wird es in den nächsten 10 Jahren auch diese leichte Bewertungsdifferenz zwischen USA und Deutschland geben. Ich möchte... Hallo. Ich möchte Herr Gelfahrt ansprechen. Ich bin bei Ihnen seit 2 bis 3 Jahren im Premium-Depot. Und neu bin ich jetzt bei diesen 100 Teilnehmer Rockefeller Rente. Und die Strategie mit Hebelwirkung ist für mich neu. Meine Frage, wie reagieren Sie, wenn es Aktien gibt, die nicht steigen wollen? Dann ist der Hebel auch auf den Verlust, nicht nur auf den Gewinn. Warten Sie dann ab oder verkaufen Sie einfach mit Verlust oder was unternehmen Sie dann? Ja, das ist ja, die Philosophie ist genauso wie bei dem Value-Ansatz. Wir glauben, dass diese Unternehmen unterbewertet sind, sind eben auch bereit, darauf zu warten, dass der Markt das erkennt und das honoriert. Wenn sich die fundamentalen Daten so verändern, dass wir sagen, jetzt ist die Aktie eigentlich nicht mehr unterbewertet, sondern vielleicht überbewertet, obwohl sie auch trotzdem gefallen ist, weil die Gewinne zusammengebrochen sind, was auch immer, weil sich Märkte verschoben haben, dann würden wir es genauso machen wie bei einer Value-Aktie, die dann auch möglicherweise mit Verlust verkaufen. Aber bei den Werten, die wir da jetzt haben, die haben allesamt sehr gute Zahlen geliefert, die neuen Zahlen waren auch gut und das wird der Markt erkennen irgendwann. Aber grundsätzlich, das ist ja der Value-Ansatz. Wenn wir sagen, es ist überbewertet, weg. Wenn wir sagen, es ist unterbewertet, kaufen wir oder halten es. Also das Thema Optionen ist keine Frage. Pull ja, Rolf macht, kann er dann gleich noch was zu sagen. Er macht ja auch Optionen. Ja. Ich bin nicht ganz so ein Freund davon, weil es ist ja schon schwer, den Markt zu treffen. Dass sie sagen, die Aktie ist unterbewertet und der Markt muss es dann aber auch noch erkennen.
Aber da kann ich noch sagen, bei einer Aktie, auch bei einem Endloszertifikat, ich kann das auch mal aussitzen. Bei einer Option spielt eben auch die Zeit gegen Sie. Und das ist nochmal ein Gegenspieler, den ich eigentlich nicht haben möchte. Bleiben wir der Differenzierung. Optionen führe ich ja auch nicht. Ich führe Optionsscheine. Da hat man diesen Zeitfaktor. Bei Optionen hat man diesen Zeitfaktor nicht ganz so stark. Aber wir haben in der Reaktion auch die Grundsatzentscheidung getroffen, keinerlei Produkte zu nehmen mit Nachschusspflicht. Sei es Optionen, sei es CFDs. Man muss sich über Optionen schon relativ paddelig anstellen, um da in die Nachschusspflicht zu kommen. Aber es geht. Und es gibt, also wenn man da falsche Konstruktionen wählt, kommt man dahin, dass man dann auch in eine Nachschusspflicht kommen kann. Das heißt, man kann dann mehr verlieren als seinen Einsatz. Und das lehnen wir aus Prinzip ab. Wir wollen nur Instrumente nehmen, wo man maximal den getätigten Einsatz verlieren kann. Aber niemals, egal was man geordert hat, wie man geordert hat, dass man niemals irgendwie in die Gefahr kommt, eine Nachschusspflicht zu haben. Solche Instrumente lehnen wir pauschal ab, einfach um Anleger zu schützen, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, gerade mal in einer guten Marktphase wären auch einfach Anleger optimistisch und sagen, ich höre jetzt auch nicht so jetzt auf den Ratgeber, sondern ich probiere es selber mal, ich kann es selber noch ein bisschen schärfer machen. Also was ich dann für Konstruktionen gesehen habe, wo ich dann mal einen Basiswert ausgewählt habe und dann haben mir Leser berichtet, ja, der Basiswert ist gut, aber die 20% reichen mir nicht. Ich habe mal ein bisschen gebastelt da, ich habe mir das und das gebaut, wo ich dann wirklich fast schon Panikschübe bekommen habe, was Leser dann zusammengebastelt haben, mit was für Konstruktionen. Das will ich nicht. Also darum lehnen wir in der Reaktion grundsätzlich alle Instrumente ab, die irgendwie in irgendeiner Form zu einer Nachschusspflicht führen können. Das ist der Grund, warum da keine CFDs ist. Bei CFDs greift ja jetzt auch der Gesetzgeber ein und schränkt da die Nachschusspflicht ein. Bei Optionen ist es aber noch möglich, wenn man wirklich eine gewisse Optionsstrategie fährt. Aber darum kommen solche Instrumente für uns pauschal nicht in Frage. Okay, danke. Dankeschön. Mich würde von Ihnen mal die Meinung zu chinesischen Aktien interessieren, insbesondere auch in Bezug auf die Automobilbranche, also Great Wall, Byte, Geely, dann natürlich die ganzen Internetaktien von Tencent, Baidu, Alibaba und was weiß ich und dann nochmal der neu aufkommende Sektor der Biotechnologie. Das war auch vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der ganzen Politik, wo man doch etwas unsicher ist. Wie schätzt du diese Aktien ein und den chinesischen Markt und die Aktien dazu generell? Ich denke, dass der chinesische Markt schwer planbar ist für uns. Da ist auch immer noch die Einfluss des Staates. Ich denke da so an Petroschina, wo der Staat denen einen Preis vordiktiert hat und sie hätten aber eigentlich viel teurer verkaufen können. Also es ist ja keine echte Marktwirtschaft. Und sicherlich wird China ein Thema sein, ein immer größeres Thema. Ist ja, glaube ich, jetzt Volkswirtschaft, überholt jetzt wahrscheinlich irgendwann USA. Die größte wird das werden. Aber es gibt im Moment eben Russland, die gleiche Antwort gilt für mich auch für Russland. Es gibt im Moment auch in unseren Märkten, in Europa, in USA oder auch nordische Länder, gibt es ja tolle Unternehmen. Da muss ich nicht unbedingt mir dieses für mich zusätzliche China-Risiko einkaufen. Ich habe leicht andere Materie. Grundsätzlich ähnlich. Man kauft sich ein unglaubliches Risiko ein, gerade bei den Bilanzen, weil das ist einfach Volkssport tatsächlich in China, die Bilanzen sehr kreativ zu führen. Ich habe einen Kollegen, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, der ist dann nach China gewechselt, nach Hongkong. Und ich habe ihn gebeten, für mich zu arbeiten und von da aus die China-Analysen für mich zu machen, weil ich einfach da einen spannenden Markt sehe. Wir haben gesprochen und er sagt, ich mache es nicht. Ich mache das für eine Bank, aber ich mache es nicht für dich. Warum? Weil ich nicht ernsthaft daran glaube. Ich spreche mit dem Management und ich glaube den Bilanzen nicht. Für die Bank liefere ich es. Wir haben ein Vertrauensverhältnis. Ich sage dir, wenn ich nicht zu 100% hinterstehe, ich möchte es nicht dir anbieten. Wir machen es einfach nicht dann. Er sagte, selbst große Unternehmen haben äußerst kreative Buchführungen, auch die Konstruktion. Es gibt einige chinesische Unternehmen, ich überlege gerade, wer ist einer von den krassen, ist das Alibaba oder Baidu? Ich glaube Alibaba, da denkt man, man ist der Aktionär, ist es aber gar nicht. Es gibt eine Aktie, aber dann sind da mehrere Gesellschaften dazwischen geschaltet
Und theoretisch könnte das Spitzmanagement, ich meine, es war Alibaba, das Kerngeschäft verkaufen und der Aktionär will nichts mitbekommen, weil mehrere Holdings dazwischen geschaltet sind. Also man ist im Prinzip Aktionär einer Briefkastenfirma und hat indirekt Beteiligung am eigenen Kerngeschäft, aber ist so gebaut worden, so konstruiert worden, dass das Management alles machen kann. Die bräuchten keinen HV-Beschluss, die bräuchten keine Zustimmung der Aktionäre, gar nichts. Sie könnten das Kerngeschäft einfach verkaufen und man würde, könnte nichts dagegen machen und man würde den Ertrag auch nicht bekommen. Das ist also schwierig. Ich habe nur eine Ausnahme gemacht, weil ich speziell den Automobilmarkt für so spannend halte. Die von Ihnen angesprochene Byte-Aktie, also BYD, Beyond Your Dreams, die habe ich aufgenommen, aber nicht als Langfristposition, sondern als Tradingposition. Da haben wir ja nach 4 Wochen auch schon die Hälfte verkauft, weil wir da 30% hatten. Da bin ich reingegangen, weil Warren Buffett Aktionär ist. Und da sage ich einfach, da bin ich, in dem Fall bin ich einfach Trittbrettfahrer von Buffett. Buffett hat sich die Bilanzen angeguckt, er war vor Ort. Und da sage ich, wenn der da sein grünes Licht gegeben hat, also was er nicht findet, finde ich auch nicht. Und da, das habe ich dann tatsächlich kopiert, da bin ich einfach in den Fußspuren von Buffett gegangen. Als dann aber dieser Sprung kam, die ist ja innerhalb von Wochen dann von 5 Euro auf 8 Euro gesprungen, habe ich direkt die Hälfte verkauft. Das ist auch übertrieben. Einfach, das war so ein Modethema. Also als Trading-Aktie ja, weil Buffett auch drin ist, aber nicht als Basisinvestment. Das ist wirklich zu riskant. Biotech hatten Sie angesprochen, haben wir beide die gleiche Lösung, nicht Einzelwerte, sondern eben Beteiligungsgesellschaften. Das ist spannend. Und dann tatsächlich eher Firmen gucken, wer kann auch vielleicht nach China liefern, wer hat da auch Werke, wer produziert da, so wie ich da sehe, eine SF Holland oder andere Zulieferer, die auch Standorte vor Ort haben. Da gibt es auch genug westliche Firmen, die vor Ort vertreten sind, wo man vielleicht etwas mehr Bilanzqualität hat. Aber ein sehr, sehr heikles Thema. Ich glaube, da werden wir auch noch einige negative Überraschungen erleben in China. Man sieht es ja bei den China-Unternehmen, die in Deutschland gelistet wurden. Ich habe da mal vor einem Jahr eine Liste gemacht. Ich glaube, es gibt davon rund ein Dutzend China-Unternehmen, die ihr Listing in Deutschland haben. Keiner im Plus. Und von diesen 12 Firmen, 10 mit minus 90% seit IPO. Einer hat sich so ungefähr um Nulllinie gehalten und einer minus 50%. Also die haben uns komplett veräppelt. Die haben wirklich ihren Schrott, der in China nicht verkaufbar war, haben ihn nach Deutschland gebracht, hier gelistet. Und die sind ja serienweise pleite gegangen. Also es war wirklich Betrug ohne Ende, einfach immer, China-Aktien laufen immer, diese Wachstumsstory China. Schauen Sie sich die Bilanz mal an. Also da wurden einige wirklich richtig abgezockt, daher bin ich bei chinesischen Aktien sehr, sehr vorsichtig. Es ist ein wahnsinnig spannender Markt, aber ich glaube, es gibt genug westliche Firmen, die auch vor Ort in China Umsätze machen. Sehen Sie es auch gleichermaßen für deutsche Firmen, wobei Chinesen die Mehrheit haben, KUKA zum Beispiel? Ich habe bisher von den KUKA-Managern nichts Negatives gehört. Gleich ist Kion ja, ist ja der Industriekonzern Weichei ist ja Großaktionär, hat über 40% der Aktien. Was mir die Kion-Leute sagen, gute Zusammenarbeit, ähnliches höre ich von KUKA, da gab es ja die Ängste. Hat sich bisher nicht bestätigt. Die haben nicht das Gefühl, dass da die Patente einfach kopiert werden, rübergebracht wird, dass plötzlich in China Billigkopien auftauchen. Also von den beiden Firmen habe ich gehört, dass die Zusammenarbeit reibungslos ist, dass die weiter ihre Qualitätsstandards haben, dass da einfach, dass die konnten bisher nichts Negatives berichten. Also was passiert, wenn die mal 100% haben, ist eine andere Frage. Aber das gilt ja bei allen. Also das, wenn ich einmal die Mehrheit habe, kann ich zerschlagen, wie ich lustig bin. Aber jetzt als Mehrheitsaktionär halten sich bisher an die Regeln. Also da kenne ich noch keinen Negativfall. Ja, und die treten als Investoren auf und die können denen ja nicht vorschreiben, wie sie die Bilanzen zu fälschen haben. Das ist eben auch nochmal ein Unterschied. Das sind Finanzinvestoren. Die haben sie ja überall. Berkshire ist auch Finanzinvestor irgendwo oder BlackRock. Und das ist schon ein Unterschied noch. Und wir machen auch nochmal zu dem China-Thema, wir haben 600 Analysen, wir haben von vielen davon 20 Jahre Zahlen zurück. Bei diesen chinesischen kriegen sie möglicherweise gar keine Zahlen. Und wie wollen sie die dann bewerten? Eine Ergänzungsfrage dazu, wie bewerten Sie die China Mobile? Ist ja eine der größten chinesischen Firmen. Die Mobilfirma, Sie haben sie, glaube ich, mit 3 Sternen. Mhm. Würden Sie die als investitionswürdig betrachten? Ja,
Das wäre bei uns jetzt eher Halteposition, 3 Sterne. Wenn man das übersetzt, ist halten. Ja. Ich würde sie nicht kaufen. Aber die haben mittlerweile, ich habe es jetzt nicht im Kopf, auch eine relativ gute Dividendenrendite. Mhm. Das würde jetzt dafür sprechen. Also wenn ein chinesisches Unternehmen, dann von diesen ganz großen eben, ein China Mobile, Petro China, wer auch immer, nicht? Oder bei YD, das wären dann so die Dinge. Aber jetzt kein dringender Kauf. Bitte? Kein dringender Kauf jetzt. Ja. Noch eine Frage zum Verständnis. Sie hatten vorhin gesagt, dass die 5-Sterne-Werte bei Ihnen über einen längeren Zeitraum 2000% Wertzuwachs gebracht haben. Also mit Zinseszins da, nicht? Ja, ja. Bedeutet das aber, dass wenn Sie eine 5-Sterne-Firma abstufen, dass man die dann verkauft? Nein, nein. Also 4 und 5, das wäre übersetzt ja beides Kaufempfehlung, dann ist der Topf natürlich schon sehr viel größer. 5 Sterne haben wir irgendwo 35, 4 dann nochmal 100 dazu, dann wird der Topf schon sehr viel größer. Das hängt auch immer ein bisschen damit, davon ab, wie Sie zu diesem Unternehmen stehen. Und auch eine, weiß ich nicht, wenn jetzt wir Berkshire, irgendwann hatten wir die auch mal auf 3, die würde ich trotzdem niemals hergeben. Aber dann muss ich sie nicht unbedingt kaufen. Aber 5 oder 4 Sterne ist dann, das ist auch manchmal... Aber diese 2000%, diese vorhin. Das ist auf die 5 Sterne. Bitte? Das ist auf diesen Topf der 5 Sterne. Ja, ja. Und, aber es gibt ja 5-Sterne-Aktien, die irgendwie auf 4 oder 3 abgestuft werden. Dann fallen die aus dieser Messung raus. Dann fallen sie. Ah, ja. Und dann noch eine Frage. Der Brexit. Die Engländer haben ja doch eine Reihe von sehr guten Aktien. Racket Bank, Kieser, BAT und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass die englische Börse im Moment von den Amis und anderen Top-Investoren gemieden wird, dass da eher Kapital rausgezogen wird. Das heißt, egal wie gut die Firmen sind, wenn hier also eine Kapitalflucht entsteht und zweitens das Pfund auch noch sinkt, dann kann man da eigentlich keinen Blumentopf verdienen, egal wie gut die... Würde ich auch, das ist ein zusätzliches Risiko, ja. Ja. Also Sie würden sagen, britische Aktien sogar die Topwerte möglich meiden? Also genau das Gegenteil. Bitte? Genau das Gegenteil. Was ist das Gegenteil? Englandischer Untergangs. Hoffentlich geht die alle pleite, wenn man so eine Politik macht. Wer geht pleite? England, oder? Ja. Ja, der Tunnel wird auch wieder zugeschüttet. Da. Genauso wie Japan irgendwann die Inseln gehen mal runter. Ja, das habe ich auch. Die Technologieblase, die wird mal so schnell platschen, das glaubt sie ja. Alles möglich, ja. Okay, Mann. Kommen wir wieder zurück in die Wirtschaft. Ich habe eine Frage zu einem Bereich hier im Lande, und zwar Wohnungsbau. Herr Gefahr, Sie hatten vor kurzem Verkaufssignal gegeben für Helma. Gibt es da irgendeinen anderen Lichtstreif am Horizont? Was haben Sie da bei sich in der Pipeline? Bei den ganzen... Bau- oder Wohnungsbauwerten oder Aktien, das ist eben Projektgeschäft. Wenn Sie in diesem Projekt drin sind, also das gilt ja auch für Ihre eigenen Immobilien, das ist Projektgeschäft, da ist Lage, Lage, Lage entscheidend. Sie müssen aber auch diese Lage kennen, Sie müssen vor Ort sein. Ich beherrsche dieses Projektgeschäft nicht, deswegen mache ich Immobilien nicht. Es gibt da aber gute Fonds auch. Da gibt es so einen Wohnselect-ETF, haben wir da schon mal empfohlen, die laufen sehr gut. Dann kann man mit solchen Instrumenten diesen Bereich aber auch abdecken. Ich glaube, Patrizia hatten Sie auch mit einer höheren Sterne. Patrizia hatten Sie, glaube ich, auch mit einer höheren Sternezahl. Die haben wir jetzt sogar aufgestuft, ja. Die haben Top-Zahlen gebracht, ja. Und sind im Verhältnis also sehr günstig bewertet. Wäre das eine Alternative in dem Bereich? Bitte? Wäre das eine Alternative in dem Bereich? Das wäre so eine Alternative, ja. Okay, gut. Ich hätte mal eine ganz andere Frage. Und zwar würde mich interessieren, was Sie von den vielen E-Mails, die vom Verlag kommen, halten und auch die Anwesenden. Man benutzt
einige der Spezialisten wie Sie, die dann oben drin stehen, da denkt man, jetzt kommt was vom Herrn Morien, das schaue ich mir mal an, da kommt da ein bisschen was. Und dann kommt zum Beispiel, gehen Sie weg von Tesla, es gibt eine Firma, die wird im Hinblick auf diese Geschichten mit den Autos, wird die in der nächsten, in allernächsten Zeit 3600 3600% Gewinn machen. Sie erfahren die Firma aber nie. Oder man bietet. Na doch, wenn, also das ist ja, die Werbung arbeitet ja so, dass es ist eben Werbung, man soll ja auch neugierig gemacht werden, interessiert werden. Und wenn Sie dann da klicken und das sich kostenlos angucken, bekommen Sie schon diesen Spezialreport, der dann immer dahinter steckt. Nee, und da klären sich dann auch diese Prozentzahlen, irgendwo klärt sich das dann auch auf. Doch, dann ist das vielleicht hier und da mal schiefgelaufen. Ja, aber grundsätzlich, sobald man das sich registriert und das kostenlos sagt, okay, ich gucke mir das kostenlos an, bekommt man auch, das sind ja dann Prämien, Spezialreporte, was auch immer, die bekommen die dann. Ich habe die Firma nie genannt bekommen, die da angeblich 3000% machen will. Es tut mir leid, mit allen Mitteln. Außerdem hat man mir eine Ehrenmitgliedschaft angeboten, als einer der ganz wenigen. Und ich könnte mir gleich ein Geldgeschenk von 3.800 Euro abholen. Also das ist ein Stil vom Verlag, der ist sehr unreell. Und dann kommt ja, es ist eben, es ist Werbung, es ist Internetwerbung. Ja, dass ein Verlag werben muss, es ist klar. Es ist eben auch, aber man muss, wie das gemacht wird, ja, und diese ellenlangen, da kommt ganz am unten kommt dann der Block, wo man seine Daten eingeben soll. Also wenn ich kurz bei Ihnen, wir können uns gerne nach der Veranstaltung noch, können Sie sich gerne lange noch mit mir über die Werbung austauschen, aber ja, können Sie alles gut, ja, sehr okay, gut, können wir gerne nach der Veranstaltung noch drüber? Nicht, absolut nicht. Okay. Können wir gerne nachher darüber sprechen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar inhaltliche Fragen. Wir können ja gerne über die Werbung danach noch sprechen, dass wir die Gelegenheit nutzen, solange die beiden noch hier sind, für noch inhaltliche Fragen. Will ich einen Satz noch zu sagen zu Werbung? Ich meine, Sie sind alles Leute hier, wo ich schon so fühle, dass Sie Sachverstand haben. Und Sie sind ja auch irgendwo zu uns gekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Nicht? Und da sind wir dann auch froh darüber, dass wir dann auch solche Leute wie Sie dann hier haben. Und vielleicht noch ein Punkt Schluss kommen, weil der erste Newsletter, der kostenlos angeboten wurde. Und wer ganz lang dabei ist, kennt noch die Startphase. Wir haben es angeboten. Zwei Varianten Schlussgong beim Start. Entweder gratis, dann aber mit den Werbeeinblendungen, damit wir die Kosten decken können, oder ein reiner Kostenbeitrag. Es ging nicht irgendwie um Gewinn, rein die Versendungskosten abdecken. Das waren Jahresbezug wie 30 Euro, also 10 Cent die Ausgabe, minimal. Sie können sich ungefähr ausrechnen, wir haben es, obwohl kaum einer mitgemacht hat, haben wir ein Jahr durchgehalten, über 90%, ich glaube, es ging eher Richtung 95%, haben gesagt, ich zahle nicht die 10 Cent, ich nehme das Gratisangebot mit Werbung. Nach einem Jahr wurde dann die kostenpflichtige, werbefreie Version, wo sogar noch ein extra Schlussgong geschrieben wurde, am Wochenende mit Marktbericht und so weiter, einfach dicht gemacht, weil einfach niemand bereit war, auch nur einen minimalen Centbetrag für diesen Newsletter zu zahlen. Und seitdem gibt es diese werbefinanzierten Newsletter. Irgendwie muss das auch bezahlt werden, wie alles im Leben. Wir wollen da auch zumindest kein Minus machen. Das deckt zumindest unsere Kosten. Und das ist der Hintergrund, wenn eine Zahlungsbereitschaft da wäre, würden wir selbstverständlich auch die Dienste werbefrei verschicken. Wäre mir auch lieber. Ich finde reine Textdateien viel schöner. Ich habe ja auch sogar ein Jahr extra in diesem Wochenbericht geschrieben, um das Modell irgendwie am Leben zu halten. Die Nachfrage ging aber Richtung Null. Und wenn niemand bereit ist, dafür zu zahlen, dann muss es auch die Werbung geben. Das ist die Schattenseite, die wir nicht gerne haben. Ich ärgere mich auch immer, wenn ich dann erst eine halbe Stunde suchen muss, bis ich den Text finde. Aber es war die einzige Variante, diesen Dienst kostenfrei dann anzubieten. Und das war eine Reaktion damals auf die Finanzkrise. Ich wollte einen tagtäglichen Newsletter haben, ich wollte das täglich verschicken. Das kostet aber etwas. Dann haben wir es halt werbefinanziert gemacht. Ich glaube aber, der Inhalt, auch vom Schlussgong oder von Volkers Newslettern, ist gut, ist ein Mehrwert. Ich glaube, die lesen es ja auch, wenn der Inhalt Schrott wäre, würden sie es ja nicht lesen. Aber es muss irgendwie bezahlt werden und das ist die Werbung. Es kann nichts gratis verschickt werden. Irgendwie müssen wir auch diese Kosten decken. Und das ist halt dann mit der Werbung. Es geht nicht ohne. Haben wir das Thema Werbung durch? Ja. Ja, ich habe eine Frage. Also Werbung, ich mache es so, man kann sehr gut selektieren im E-Mail, was taugt und was nix.
Ich reg mich auch drüber auf, aber löschen, fertig. Und das, was ich lesen will, kann ich sehr gut unterscheiden, ja, mit dem Header, fertig. Aber meine eigentliche Frage war, ich habe die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen, wo Sie jetzt Look Oil wieder mit 5 Sterne bewertet haben. Und Hab ich auch, früher ja. wie die 6%-Hürde schaffen konnten. Sie hatten es, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Nee, also schon mal rein bei 5 Mechanik Sterne. Nach unseren, da diesen 3 Blöckenbereichen, wo Punkte gesagt sind die ganz, ganz weit oben im Ranking. Das ist natürlich, glaube ich, deren KGV, was die da ausweisen. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Also Psychologiefaktor sollte man mit einschalten, dann doch ist, nicht kaufen, oder? Wir hatten die auch schon mal, Gazprom hatten wir auch mal irgendwann, weil die auch in dem Ranking dann da nach oben. Jetzt haben wir da mal eine russische Aktie, wenn, dann Look Oil. Die sind also von den Kriterien, was da erstmal auf Papier steht, ist das top. Es ist aber dann auch einer von 36 Werten. Ne? Gut, ich deute das als nicht kaufen. Also das war in dem Fall eine relativ mechanische Entscheidung, weil die einfach nach den Kriterien da ganz klar. Haben wir letzten Monat, glaube ich, hochgestuft. Hm? Bitte? Sie haben die Dürfen auf der Rolle. Nein. Hey, Grafgötter, im Osteuropa-Depot. Was haben Sie von Indexzertifikaten? Von gehebelten Indexzertifikaten? Ja, solange wir glauben, dass wir mit Stockpicking den Index schlagen, macht das ja keinen Sinn. Und das ist nach wie vor unsere Meinung, dass wir mit den ausgewählten Aktien dann lieber die hebeln, aber dann brauche ich keinen Index. Und wenn ich 15, 20 Werte vielleicht habe, dann habe ich eigentlich einen eigenen Index. Ich habe es als Beimischung, zum Beispiel, wir haben das Thema China ja gerade angesprochen auch, die China-Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind, haben eine etwas bessere Qualität als die Festlandsaktien. Darum habe ich zum Beispiel im Depotoptimierer ein Index, oder kein Zertifikat, sondern ein Indexfonds auf die Hongkong-Aktien, um einfach einen Fuß in der Tür drin zu haben. Das ist einfach eine Möglichkeit. Oder Indien. Haben wir auch einen Fonds einfach. Indien, sehr starkes Wachstum, aber auch schwieriger Markt mit Stockpicking. Auch da haben wir dann eine Fondslösung. Das heißt, wenn man sagt, da ist Wachstum, aber die Einzelselektion schwierig, weil man auch nicht mit dem Management sprechen kann, dann eine Fondslösung, wobei ich Indexfonds besser finde als Indexzertifikate, ist da einfach eine etwas bessere Konstruktion. Im deutschsprachigen Raum, wo man mit dem Management sprechen kann, eher Stockpicking, Einzelwerte, Märkte, die spannend sind, aber schwer einzuschätzen sind über diese großen Indexlösungen. Also das, oder Biotech, habe ich auch einen Biotech-Index, da habe ich 2 Lösungen, BB Biotech als Beteiligungsgesellschaft plus ein Biotech-Index. Indien habe ich eine Indexlösung, China, also Hongkong-Aktien eine Indexlösung. Das heißt, diese Märkte, wo Stockpicking schwierig ist, aber trotzdem Wachstum vorhanden ist, da kann man dann auch mit dieser Indexlösung, bevor ich es gar nicht habe, nehme ich dann eine Indexlösung. Das sagt ja auch Warren Buffett. Er sagt, wenn ich keine Ahnung von einem Markt habe, nehme ich den Index. Das ist ganz in seinem Sinne auch. Ja, ja. Aber heimische Werte eher Stockpicking, weil man da auch die Qualität beurteilen kann und das Management beurteilen kann. Herr Gelfert, ich habe eine Frage zur Aktienanalyse. Ja. Sie geben da immer wieder eine Bandbreite an, so auf 3-4 Jahre später. Gibt es dafür schon von Ihnen, von Ihrem Team Auswertungen, wie weit Sie diese Bandbreite, wie oft Sie sie treffen oder wie oft das... Ja, wir übertreffen, also die Aktien übertreffen diese Bandbreite in der Regel, weil wir sehr konservativ schätzen. Diese Bandbreite kommt ja zustande, dass wir sagen, was ist irgendwo so ein faires KGV, Vergangenheitsdaten, das projizieren wir in die Zukunft. Wie kann realistisch der Gewinn wachsen? Und aus diesen beiden Zahlen können Sie dann diese Kursbandbreite hoch und tief. Und wir prognostizieren die Gewinne eher konservativ und die Bewertung auch konservativ. Also wird diese Bandbreite in der Regel übertroffen. Dann hätten wir es ja relativ einfach. Ne? Man schaut sich Ihre Aktienanalyse an und schaut, wie die Bandbreite ist und sagt, oh, okay, ich bin zufrieden in 4 Jahren, 20%, 40% mehr, das ist okay. Ja und nein, also ja, langfristig, aber das Timing ist ja, sagen wir mal, auf Sicht von 6 bis 12 Monaten, also dann schon eher, eigentlich schon fast kurz bis mittelfristig. Und diese langfristige Kursbandbreite, nennen wir sie ja auch, ist eben längerfristig orientiert. Das eine muss auch nicht immer, also der mit der besten Bandbreite langfristig ist vielleicht auch nicht der beste Kandidat in den nächsten 6 Monaten.
Herr Gielfahrt, eine Frage an Sie zum Rockefeller Depot. Sie weisen in den wöchentlichen Berichten die Entwicklung aus seit der Testphase. Die sieht ja sehr positiv aus. Und ich habe Ihnen geschrieben, wäre es nicht möglich, dass Sie parallel dazu ausweisen, ab Beginn für alle Teilnehmer. Nicht, das haben Sie ja gestern gemacht. Das haben wir jetzt gemacht, meine Frage, genau. Erscheint das jetzt regelmäßig? Ob es jetzt in jeder Ausgabe ist. Nicht jede, hinten, das soll ja auch zeigen und den Leuten Sicherheit geben. Ich meine, 2-3 Monate ist ja kein Zeitraum. So. Und wenn wir da sagen, so kann sich etwas in einem Jahr entwickeln. Das ist auch eine Aussage, um den Leuten da auch Mut zu machen, dass sie sehen, was da passieren kann. Wenn wir aber schreiben im Bericht, auch Rolf, wir schreiben ja zusammen oder abwechselnd, dann sind das immer bezogen auf diesen Starttermin. Und wir haben es jetzt in der Tabelle gemacht, nicht jetzt jeden Monat, jede Woche bringe, aber von Zeit zu Zeit, weil die Leute bleiben ja auch dabei jetzt und das werden die schon informiert immer. Die zweite Frage bezieht sich auf eine Aktie Swiss Re, die Sie in Ihrem Dividendenletter empfehlen. Wie stehen Sie dazu? Eben im Dividendenletter, sehr solide, sichere Dividende, aus dem Grunde ist sie da auch drin. Danke. So, keine weiteren Fragen. Wir hätten noch für ein oder zwei hätten wir noch Zeit. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Was haben wir? 53? Letzte Reihe. Okay, dann laufe ich einmal rum. Ja, eine Frage, Herrn Morin. Im Depot-Optimierer empfehlen Sie regelmäßig bei den Chancen mit Hebel Optionsscheine. Ja. Mir stinkt immer ein bisschen bei den Optionsscheinen die implizite Volatilität, die ich nie so ganz genau nachvollziehen kann. Gibt es Gründe, warum Sie nicht ab und zu auch mal einen K.O.-Schein nehmen oder vielleicht sogar neuerdings auch einen Faktor-Zertifikatsschein? Halten Sie sowas für denkbar? Oder wo sehen Sie die besonderen Vorteile für diese Optionsscheine, weil Sie die ja regelmäßig bevorzugt empfehlen? Danke. Ja, einfach. Da ist der Fall etwas anders als im High-Performance-Depot, wo wir Faktorzertifikate haben. Faktorzertifikate entwickeln ihre Stärke, besonders dann, wenn man 0 bis 2 Jahre anlegen will, wenn man also relativ kurzfristig anlegen will. Im Depot-Optimierer habe ich oft Optionsscheine, die vom Start aus, von der Erstempfehlung, 2 bis 4 Jahre laufen. Ob wir so lange halten, ist eine ganz andere Frage, aber ich möchte erstmal die Möglichkeit haben, auch mal 3 Jahre drin zu bleiben. Und da über 3 Jahre gesehen entwickeln sich da Faktorzertifikate schwächer als Optionsscheine. Das heißt, wenn man wirklich längerfristiger investieren will, wenn man länger als 2 Jahre investieren will, dann haben die klassischen Optionsscheine schon einen Vorteil. Aber zukünftig werde ich es so machen, wenn ich auch mal ein Ziel habe, das meinetwegen nur 18 Monate entfernt ist, dann werde ich sicherlich mal Faktorzertifikate einstreuen. Also wenn ich jetzt mal eine Trainingschance sehe, meinetwegen ein Unternehmen spaltet sich auf oder eine neue Maschinengeneration kommt und ich will also nicht langfristig reingehen, wie ich zum Beispiel DAX abdecke oder MDAX über einen längeren Zeitraum, die Indizes, sondern ich sage, ich will jetzt mit Hebel auf ein besonderes Ereignis. Wir hatten zum Beispiel mal mit Hebel auf Böhler-Uddeholm, Stahlhersteller, weil da die Übernahme relativ kurzzeitig später kam. Wenn ich sowas sehe, wenn ich so vom Anfang an einen begrenzten Zeithorizont habe, ich meine, das soll nur 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate laufen, werde ich zukünftig auch Faktorzertifikate einsetzen. Hebelzertifikate mit Knockout dagegen nur im äußersten Notfall. Ich glaube, ich habe jetzt in 16 Jahren Depot-Optimierer, glaube ich, 3 Hebelzertifikate empfohlen. Dann, wenn es keine Alternativen gibt. Das war zum Beispiel mal nach einem Russland-Crash ein Knockout-Zertifikat auf den russischen Index. Da haben sie den ganzen Index, oder den ganzen Markt für den KGV von 2 bekommen. Da wollte ich unbedingt rein und es gab nur diese K.O.-Scheine drauf. Und lief letztendlich auch recht erfreulich dann. Oder was hatten wir noch? Es gab einmal eine extreme Kursdifferenz zwischen den Fuchs Petro Stammaktie und Vorzugsaktie. Irgendein Fonds hat mal die Stammaktie verkauft. Da hatten die plötzlich eine Bewertungslücke von 20% zwischen diesen beiden Aktiengattungen. Normal ist ja eher so ein Unterschied zwischen 5%. Und es gab dann auf die Stammaktie von Fuchs Petro, weil die in keinem Index drin ist, gab es nur einen K.O.-Schein. Da haben wir auch diesen K.O.-Schein genommen, dann aber nur gewartet, bis die Lücke wieder zusammen war, wir unseren Gewinn im Sack hatten und dann schnell wieder verkauft. Warum schnell wieder verkauft? Es gibt halt immer wieder diese Blitzeinschläge, wie Brexit-Abstimmung oder denken Sie damals Fukushima,
wo die Märkte mal über Nacht auch zweistellig verlieren können und Knockout-Werte, wenn das einmal auch nur über Nacht berührt wird, ist es halt weg. Oder denken Sie auch an die Computerpannen, die es gab. Das war ja in den USA vor 2-3 Jahren mal dieser Skandal, wo es ja wohl irgendeinen Fehler gab. Man weiß nicht, ob ein Verkäufer die falsche Taste gedrückt hat. Da war ja sogar eine Procter & Gamble, war ja mal über Nacht plötzlich 30% weniger wert. Das wurde innerhalb von Minuten wieder ausgeglichen. Aktionäre hatten kein Problem. Auch die Aktien-Stop-Loss-Kurse wurden zurück abgewickelt. Außer Derivate. Wer da einen Knockout über Nacht hatte auf Procter & Gamble, hat alles verloren. Also das wurde, die Derivate wurden nicht zurück abgewickelt. Aktiengeschäfte wurden storniert, zurückgebucht. Derivategeschäfte wurden nicht storniert. Das heißt, jeder, der da Knockout hatte, hat über Nacht dann seinen Einsatz verloren. Darum Knockouts nur im äußersten Notfall, wenn es keine Alternative gibt und ich wirklich einen ganz klaren Investitionshintergrund habe, wie russischer Index KGV 2 oder die Stammaktie von Fuchs plötzlich 20% zu günstig, dann das. Aber für kurzfristige Deals ist zukünftig auch Faktorzertifikat einfach eine Option. Ja, alles, was länger als 2 Jahre ist, klassischer Optionsschein, Zeitrahmen 6 Monate bis 18 Monate, Faktorzertifikat. Okay. Ich habe 2 Fragen. Eine Frage ist, wie halten Sie von Cisco jetzt in der Zukunft? Und die zweite Frage ist, welche Firma können Sie dann empfehlen, in Bezug zu 5G-Technologie, die dann in kommende Jahre dann kommen würde? Ja, bei Cisco, ich habe sie ja im Depotoptimierer auch. Cisco haben wir auch hoch bewertet, ja. Also gut. Was mir einfach da gefällt, das ist das, was ich heute mehrfach gesagt habe. Ich liebe es einfach, wenn ich ein sehr profitables Stammgeschäft habe und eine Zusatzsparte, eine moderne, innovative Zusatzsparte, die ich quasi geschenkt bekomme. Cisco hat ja das klassische Routergeschäft, einfach wo die ihre Milliarden machen. Ich habe da niedriges KGV, ich habe hohe Dividendenrendite, ich habe gute Bilanzqualität. Die werden einfach mit dem klassischen Internetgeschäft, Zuliefergeschäft noch über Jahre hohe Milliardengewinne erwirtschaften, bauen mit diesen Gewinnen aber auch diese IT-Sicherheitssparte auf. Die bekomme ich jetzt noch quasi gratis dazu. Und IT-Sicherheit ist für mich das zentrale IT-Thema der nächsten 10 Jahre. Ich glaube, es wird auch irgendwann Pflicht geben, dass jedes Unternehmen IT-Sicherheit haben muss, das nachweisen muss. Wir haben jetzt ja schon ab Mai auch die Datenschutzverordnung. Also IT-Sicherheit wird im Softwarebereich und IT-Bereich das groß zentrale Thema sein. Und Cisco hat das erkannt und sagt, unser Internetgeschäft, die Router und Switch-Geräte, die sterben ja langsam aus. Und dann das zu transformieren, bauen wir uns über 10, 15 Jahre um von Routern etc. zu Internetsicherheit und finanzieren das quasi mit den alten Gewinnen. Und das gefällt mir wunderbar. Das ist so eine typische Paradeaktie. Ich habe es ja bei HP genannt, mit Druckergeschäft finanziert die Basis und den 3D-Druck. Wenn ich ein altes Stammgeschäft habe, was alles finanziert und gleichzeitig bekomme ich dann eine neue Wachstumssparte geschenkt dazu, ist für mich die perfekte Mischung. Da, ich glaube, dass das einfach die neue Telekommunikationsgeneration, da habe ich jetzt auch mit einem Telekom-Manager gesprochen, das ist noch zu weit weg. Also, er sieht es nicht. Also, alle sprechen davon. Es gab ja auch dann bei den Olympischen Winterspielen wohl erste Vorzeigeprojekte. Bis das aber ein Milliardenmarkt ist, wirklich bei Umsetzen, nicht in der Forschung, sondern wirklich Umsetzung, das dauert noch. Er hat mir gesagt, Morian, wenn Sie mit einer Börse was machen wollen, warten Sie noch 2 Jahre. Und ich weiß nicht, ob ich 2 Jahre warte, aber ich habe es bei mir auf der Liste jetzt ein bisschen nach hinten gesetzt. Okay, wunderbar. Wir haben Zeit noch für eine ganz schnelle Frage und eine ganz schnelle Antwort. Ja. Herr Morian, Sie haben ja sehr viele Werte im Depotoptimierer drin. Wie schafft man es oder wie grenzt man ab, dass man im Depot nicht zu viele Werte drin hat? Ja, das ist ja auch diese Empfehlungsliste, ist ja ähnlich wie die Aktienanalyse kein Musterdepot, sondern eine Auswahl. Und da hat Volker auch schon gesagt, aus meiner Sicht ideal ist für einen Privatanleger 12 bis 20 Positionen. Aber es gibt, darüber habe ich auch mehrfach geschrieben, nie das eine perfekte Musterdepot. Bin ich 30, bin ich 50, bin ich 70, habe ich 20.000 Euro, 200.000 oder 1 Million, habe ich die selbstgenutzte Immobilie oder habe ich überhaupt nicht eine Immobilie und brauche noch dafür börsengehandelte Immobilieninvestments, habe ich physisches Gold, wenn ich es nicht habe, brauche ich dann vielleicht Euwax-Gold, also ein Goldzertifikat. Das heißt, ich gebe die Vorauswahl von
den 100.000 von Wertpapieren habe ich ja 150 genommen und dann zu unterschiedlichen Themenbereichen, von Value-Aktien, Wachstumsaktien, Edelmetalle, Rohstoffe, Zinsempfehlungen, Hebelpapiere, dass ich aus den einzelnen Oberthemen mir jeweils die rauspicke, die in mein Depot rein gehören. Und dann gibt es nicht die eine Musterlösung. Ich versuche ja immer seit einigen Jahren, weil diese Frage tausendfach kam, in der Sonderausgabe September, habe ich ja jetzt seit rund 3 Jahren diese drei einfach mal Musterdepots tatsächlich aus Empfehlungen des Depotoptimierers, der Gelbliste, mal für verschiedene Altersgruppen, Anlagegruppen, Geldgruppen dann mal so Musterlösungen zu machen. Wenn Sie 30 sind und zum ersten Mal was anlegen können, können Sie das und das machen. Wenn Sie 50 sind und schon 50.000 gespart haben, dann können Sie das und das machen. Wenn Sie schon Rentner sind, Zeit haben, sich auch mit der Börse beschäftigen wollen, auch ein Hobby suchen, dann können Sie auch gerade so Nebenwerte machen. Das heißt, je nach Altersstruktur, je nach Vermögenslage, nach Zeitaufwand, ganz wichtig, kann man da was rauspicken. Und wenn man eine Orientierung sucht, empfehle ich da, sich mal die Sonderausgabe September anzuschauen, weil da sind für die unterschiedlichen Gruppen einfach mal so Musterlösungen, da kann man sich mal orientieren, wo bin ich? Bin ich Fall 1, 2 oder 3? Welcher Musterfall ähnelt am ehesten meiner Person und kann mich dann an diesem Mustervorschlag für ein Depot mal orientieren und das als Basis nehmen? Sehr gerne. Okay, wunderbar. Ja, dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, erstmal einen herzlichen Applaus für die beiden Referenten heute. Die sich tapfer allen Fragen gestellt haben und ich hoffe, das meiste konnte von Ihnen beantwortet werden. Beide sind auch noch auf der Messe heute, sind hier sicherlich irgendwo unterwegs, will man sie zwischendurch mal sehen. Und morgen wird es auch noch so sein, gibt es auch noch einen Termin und zwar auch tatsächlich zum High-Performance-Depot von den beiden, werden die beiden morgen interviewt. Am Stand von Gvestor und dazu sind sie natürlich herzlich auch alle eingeladen. Ich gucke gerade mal, 14 Uhr, 15 Uhr? 15 Uhr am Gvestor-Stand findet ein Interview mit den beiden statt, noch zu dem Thema. Falls Sie das interessiert, kommen Sie gerne vorbei und würde mich freuen, Sie auch in den nächsten Jahren wiederzusehen. Vielen Dank und ja, kommen Sie gut nach Hause. Applaus